שלום, אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות בנושא עיבור ויניקה. אנחנו ממשיכים מקטע מספר... Guten Morgen. Wir lernen ausgewählte Abschnitte zum Thema die Empfängnis und ihr könnt das Material im Menü finden oder auf GAPCO.IL. Dort könnt ihr auch die Fragen stellen und ausgewählte Fragen werden dort gestellt und beantwortet. Rav sagt, wir befinden uns beim Prozess, der Ibur genannt wird, also die Empfängnis. Wenn wir zu dem Zustand gelangen, wenn wir existieren können und uns selbst fühlen können, dass wir innerhalb des Schöpfers existieren und der Schöpfer ist die Kraft des Gebens, welche in Wirklichkeit alles ausfüllt. Es gibt niemanden außer ihm. Und wir innerhalb uns selbst, dem, wie wir unseren Körper vorstellen, unsere Gedanken, unsere Verlangen, wir sind diese Kraft entgegengesetzt. Wir sind die Kraft des Empfangens. Und dann, wann können wir fühlen, dass wir in der Kraft des Gebens uns befinden? In dem Maße, wie wir uns über den Verlangen zu empfangen erheben und uns dem Verlangen zu geben angleichen, zumindest uns selbst annullieren, sagen wir mal, nicht angleichen, sondern uns zumindest annullieren, damit das Verlangen zu empfangen nicht sich permanent ausprägt, also diese Bestrebung dazu hat. Also wir versuchen dadurch, diese Beziehung zwischen uns einzugehen und wir mit Hilfe dessen können uns entwickeln bis hin zu dem Zustand, wenn wir fühlen, dass wir uns innerhalb des Schöpfers befinden, dass er die ganze Realität befindet und wir befinden uns in ihm wie ein Embryo in der Gebärmutter. Und natürlich streben wir dazu und im Wesentlichen der ganze Weg bis zur Endkorrektur. Man kann also sagen, dass das ein Prozess des großen Ibu ist, wenn wir wollen uns ja an den Schöpfer anheften. Und man kann sagen, in diesem Prozess des Ibus, der geht nie vorüber. Wir nennen ihn nur mit verschiedenen Worten und Bezeichnungen, aber im Wesentlichen mehr und mehr streben wir dazu, zu der Verschmelzung mit der höheren Kraft, in der wir uns befinden, und sie füllt tatsächlich alles, was wir uns vorstellen, als ob wir uns außerhalb dieser Kraft befinden würden. Das ist lediglich unsere eigene Wahrnehmung. Und das ist bewusst so von oben eingeleitet worden, weil damit wir die Verschmelzung damit wir die Verschmelzung mit dem Schöpfer erreichen, weil mehr als das gibt es keine weiteren Handlungen vor uns, die wir zu verrichten hätten, lediglich nur die Verschmelzung mit ihm. Und daher dieser Eintritt in die Empfängnis, wenn wir uns darin befinden und der Schöpfer lenkt uns und nur zu ihm müssen wir streben und uns selbst fühlen, dass wir uns in ihm befinden, damit wir fühlen, dass wir alle Empfindungen offenbaren, Gedanken bis hin, dass wir uns komplett vor dem Schöpfer annullieren, damit er uns ausfüllt. Und im Wesentlichen ist dies unser Bestreben. Und jetzt, dies ist, weil wir ihm entgegengesetzt sind. Und dann, deswegen, also unser Beginn, der Kontakt mit dem Schöpfer, damit wir diesen egoistischen Punkt annullieren, der sich in uns befindet, damit dieser Punkt uns nicht stört, sich dort zu sein, uns zu annullieren und uns in ihm zu aufzulösen. Solche verschiedenen Dinge, all das, was jeder in jedem Augenblick seines Lebens fühlt. Und
Es ist lediglich ein Augenblick und dann passiert das. Kommt es mit größerer Kraft auf verschiedene Art und Weise. Und so mehr und mehr entdecken wir mehr und mehr den Schöpfer, dass wir uns in ihm befinden, dass wir uns in ihm auflösen. Und unser Verlangen zu fangen muss natürlich immer weiter anwachsen. Und obwohl wir wie ein Embryo in der Gebärmutter mehr größer werden und wachsen, wir fühlen immer mehr, dass wir wie der Schöpfer werden. Zusammen damit, wie in uns diese Masse hinzukommt. Wir wissen, wie man diese Masse richtig benutzt, in dem Schöpfer, in dem wir uns befinden, unabhängig davon, dass unser Verlangen zu empfangen, diese Masse, die Schöpfer entgegengesetzt ist, dennoch streben wir dazu, daraus etwas aufzubauen, was dem Schöpfer entgegengesetzt ist, was dem Schöpfer ähnlich ist. Ansonsten nennt man das eine Fehlgeburt. Und deswegen müssen wir jedes Mal, Tag für Tag, müssen wir uns darum bemühen, wie sehr wir uns in ihn einschließen, uns mit ihm also integrieren und mit ihm verschmelzen, unabhängig von unserem Ego, obwohl das Ego tagtäglich wächst. Wir wachsen auch innerhalb des Schöpfers und wir sind innerhalb dieser Gebärmutter und es gelingt uns, in dem Schöpfer anzugleichen, obwohl wir jedes Mal mehr und mehr weitere Verlangen aufdecken, Gedanken, die ihm entgegengesetzt sind, die Kritik den Menschen selbst, den Freunden, die Entfernung von uns, die Verzweiflung, das ist das, was uns eigentlich killt. Also all diese Dinge müssen wir begreifen. Das ist, was der Schöpfer in uns erweckt. Und all das kommt auch von ihm, weil das Organe dieses Embryos sind. Seine Blutgefäße, seine Nerven, seine Masse. Und dann verbinden sich diese Dinge mehr und mehr aktiv ineinander. Es beginnt in dem Embryo der Verstand zu arbeiten. Das heißt, ja, ihr habt gesehen, wie das Leben beginnt zu entstehen, wie das Herz beginnt zu arbeiten. Wow, wo ist das? Was? Im Abschnitt 36. Und wie der Embryo im Laufe dieser Empfängnis verschiedene Zustände durchläuft, das ist einfach die ganze Evolution, die wir durchlaufen haben, im Laufe von tausenden Jahren unserer Entwicklung auf dem Erdball. Wir können dies beobachten in dem Maße, wie wir das verstehen. Wir können das in der Entwicklung unseres Embryos widerspiegeln. Und so kommen wir voran. Das heißt also, indem wir uns mehr und mehr der Verschmelzung mit dem Hören angleichen, dass all das dank den Eigenschaften, den Gedanken der Verbindung zwischen uns, wenn wir beginnen, alles aufzubauen, um dem Hören ähnlich zu sein. Und worin ist er ähnlich? Das ist egal, was ich fühle, egal, was ich verstehe. Über dem hinaus möchte ich verschmolzen sein mit den Freunden und dadurch mit dem Schöpfer. Noch ein Tag und noch und wiederum. Das ist ein Prozess, aber voll und ganz ist das bereits der Eintritt in die Spiritualität vor der bereits die Geburt in der Spiritualität. Ich bin sehr besorgt. Und wenn ich darüber rede, weil dieser Prozess findet jetzt mit uns statt, wir können sagen, zum allerersten Mal in der Geschichte, in der Korrektur der Menschheit, wenn solch eine große Gruppe, die so verschieden ist, die im Wesentlichen die ganze Menschheit darstellt und sie durchläuft diese Etappe.
Das ist wirklich sehr besorgniserregend, sehr wie weit sich diese ganze Welt sich uns anschließt und mit vorankommt. Deswegen müssen wir verantwortlich sein dafür, dass hinter uns die ganze Menschheit steht und wir aus dieser kleinen Spermazelle, Samentropfen, beginnt dieses Embryo zu entstehen. Genauso auch wir. Wir müssen verstehen, wir sind diese Samentropfen, aus dem beginnen alle Korrekturen zu entstehen. Und dann gelangen wir zu den Korrekturen. All das steht uns bevor. Hier gibt es keine Zeit, hier gibt es nichts. Lediglich unsere Verbindung, die Kraft der Verbindung und unsere Ausrichtung auf die Verbindung, das ist das Entscheidende. Also machen wir weiter. Und jedes Mal bitte ich euch an all die Gruppen im Laufe des ganzen Tages, nicht viele Worte, ein paar Phrasen, die Wichtigkeit des Prozesses erwecken, den wir durchlaufen. Bitte, Michael. Wir lesen ausgewählte Zitate aus den Quellen zu dem Thema Ibur und Yenika. 36. Ibur wird nicht auf einmal vollendet und es wird gesagt, dass es 9 Monate der Schwangerschaft gibt, bis ihr 25 Batsufim erhält. Auch in der Vorbereitung gibt es viele Unterscheidungen, bis der Mensch den vollständigen Ibur während der Vorbereitung erhält. Deshalb gibt es viele Höhen und Tiefen und manchmal wird der Ibur verdorben, was auch als Fehlgeburt bezeichnet wird. Und wir müssen die Reihenfolge der Arbeit von neuem beginnen. Wir lesen noch einmal, 36. Ibur wird nicht auf einmal vollendet. Und es wird gesagt, dass es 9 Monate der Schwangerschaft gibt, bis ihr 25 Batsufim erhält. Auch in der Zeit der Vorbereitung gibt es viele Unterscheidungen, bis der Mensch den vollständigen Ibur während der Vorbereitung erhält. Deshalb gibt es viele Höhen und Tiefen und manchmal wird der Ibur verdorben, was auch als Fehlgeburt bezeichnet wird. Und wir müssen die Reihenfolge der Arbeit von neuem beginnen. Ja, wir sehen, was sehen wir hier? Dass im Wesentlichen in der Empfängnis gibt es alles, was das sich daraus entwickelt, aus diesem Punkt, diese Einpflanzung, ja, das ist das Verlangen zu empfangen, das sich an das Verlangen zu geben, an die Wand der Mutter, sich anheftet, Gebärmutter. Und zwischen ihnen beginnt dieses Wechselspiel. Das heißt, ich zu meinem Geliebten und mein Geliebter zu mir, das Verlangen zu empfangen, sozusagen, durchdringt die Wand der Gebärmutter, will in den Schöpfer eintreten, also in die Mutter Bina, und bekommt von dort dank dem die Nährstoffe und beginnt dadurch zu wachsen. Und es wächst auf so eine Weise, dass während der Empfängnis das, was in ihm aufwächst, dort wachsen 25 Parzufim. Das heißt also Naranchai, der den anderen Naranchai mit einschließt. Also im Wesentlichen, während dieser Empfängnis, er baut er seine Form. Wenn uns bereits klar ist, wie und was er ist, im Materiellen sind wir noch nicht sehr darin bewandelt, aber in der Spiritualität heißt es ja auch, dass, wenn wir den Samentropfen betrachten, dann wissen wir bereits, ob der schlau und weise sein wird, solche Aussagen von den Weisen. Dass sogar in der Empfängnis bereits, wir können seinen ganzen Weg bereits betrachten, sehen, bis zu Ende der Korrektur. Und deswegen müssen wir verstehen, dass wir einen Weg haben. Aber wir bestimmen jetzt, was passiert, was passieren wird, auf welche Weise, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Charakter, auf welche Weise. Und deswegen müssen wir uns
um unsere Umgebung kümmern, um die Verbindung, um tatsächlich so schnell wie möglich unsere Verbindung mit dem Schöpfer aufbauen können. Es kann keine Verbindung mit dem Schöpfer geben, ohne die Verbindung zu der Umgebung. Das ist uns derzeit immer noch nicht ganz klar, aber im Wesentlichen der Embryo, wenn er sich entwickelt, entwickelt er das Embryo. Es entwickelt sich durch die Freunde. Er verbindet sich mit dem Schöpfer und lernt, wie das Embryo mit dem Schöpfer sich verbindet, dadurch, dass es verschiedene Formen, verschiedene Handlungen mit den Freunden macht. Weil die Gruppe, sie wird zu diesem Körper, seinem Körper. Wenn es sich mit diesem Körper verbindet, also die Gruppe wird wie eine Gebärmutter, zu einer Gebärmutter, wie ein Adapter, der zum äußeren Teil des Schöpfers, damit der Mensch sich auf diese Weise mit ihm verbindet. Und daraus entsteht, dass wir dadurch beginnen, etwas Gemeinsames zwischen uns aufzubauen, in unseren Beziehungen zueinander, in unserem Zähner. Dadurch erbauen wir den Schöpfer. Das heißt, ihr habt mich erschaffen. Das heißt, wir haben persönlich keine Beziehung gegenüber dem Schöpfer, aber in der Gruppe das Verlangen, die richtige Eigenschaft des Gebens zu erlangen, fangen wir an wahrzunehmen. Das, was von der Abwesenheit empfindet, kommt einfach nur von oben und dadurch beginnen wir das Ganze allmählich zu fühlen, was sich innerhalb der Verbindung zwischen uns befindet, in unserem Zähne. Und auf diese Weise entwickeln wir unsere Empfindung und fühlen mehr und mehr den Schöpfer selbst. Wie wir das an kleinen Kindern sehen, dass sie nichts fühlen, dann fühlen sie noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Woher bekommen sie das? Aus der Umgebung heraus. Wenn sie sich unter Tieren entwickeln würden, werden sie wie Tiere. Deswegen, in dem Maße, wie wir Beispiele angeben und Übungen machen zwischen uns in unseren Zähnen, zusammen damit mehr und mehr entwickeln wir in uns selbst den Anlass des Schöpfers. So passiert das Ganze. Ich habe hier keine Worte, ich weiß, dass ich sie auch nicht finden werde. Das ist lediglich eine innere Empfindung, die sich in jedem erwacht. Und so fühlen wir unsere Verbindung mit dem Zähner, mit dem Schöpfer, durch den Zähner. Wie es heißt, ihr habt mich erschaffen durch die Beziehung von zwischen uns. Zu der Verbindung werden wir fühlen und erkennen, dass auf der anderen Seite der Verbindung dort entsteht das Anlass des Schöpfers, der Gebend, des Liebendes, der sich um uns kümmert, der uns lernt, lehrt. Und auf diese Weise, wie ein kleines Kind, werden wir erkennen, dass, wenn das kleine Kind auch zur Welt kommt, weiß auch nicht. Ja, ich verstehe das ja. Es versteht nicht, wer und was um es herum macht. Wie der Ton in den Händen des Töpfers. Und deswegen werden wir auf diese Weise vorankommen. Thank you very much, Ralph, and thanks a lot for the reading. The question we have is, please, how could we correctly use our thoughts and emotions for the connection in the 10?
Wie können wir benutzen, unsere Empfindungen und Gedanken in der richtigen Form im Zehner? Können wir uns miteinander verbinden zwischen den Zehnern und unsere Eindrücke austauschen, oder reicht einfach aus, wo wir an die anderen denken? Gute Frage, wirklich am richtigen Platz. Wir müssen uns nicht sehr besonders miteinander jetzt verbinden und einander erklären, was jeder fühlt, wie er die Etappen seiner Entwicklung annimmt, was er macht, weil wir können uns daran einander hindern. Wir befinden uns in einer sehr trügerischen Art und Weise, wenn wir noch nicht verstehen, wo wir uns befinden, was genau unsere Verbindung ist und was zu tun ist. Das ist wie ein neugeborenes Kind. Es weiß nicht, wie, was, wer denkt, wer spricht mit ihm, was macht man mit ihm. Es versteht einfach nicht. Es ist einfach wie ein Stück Fleisch, aber allmählich beginnt es, Dinge zu begreifen und sogar mehr. Schaut an, wie er reagiert. Am Anfang reagiert das Kind überhaupt nicht. Als ob. Es ist auf unseren Armen wie in der Gebärmutter war. Nur die Umgebung verändert sich und dann mehr und mehr rufen wir seine Reaktion hervor, damit es lächelt, damit es das vermacht, damit es etwas greift. Und so allmählich sehen wir unsere Verbindung mit dem Schöpfer. Aber bei uns mit dem Schöpfer entsteht es daraus, dass wir auf die Eigenschaft des Gebens regieren wollen. Mit unseren Eigenschaften des Gebens und dadurch, in dem Fall, gelangen wir schnell zu der Verbindung mit dem Zehner, weil wir den Schöpfer nicht erreichen können, ihm nichts irgendwie sagen können, uns ausdrücken können, als außer, wie sehr ich mich selbst den Freund annähre und sie achte. Das heißt also, an den Schöpfer selbst kann ich lediglich meinen Gedanken liefern, aber die Handlung, und das ist immer noch zu der Zeit der Empfängnis, all den Etappen unseres Heranwachsens, insbesondere in unserem Zehner. Und ihr werdet sehen, dass in dem Maße, wie wir uns zu diesen großen Korrekturen oder zu der Endkorrektur annähern, werden wir mehr und mehr Möglichkeit bekommen zu handeln, bis die ganze Erdball, die ganze Menschheit als ein eigenes, einziges Embryo betrachten und dass sie sich verbunden muss. Und damit wendet sich die Menschheit an den Schöpfer und den derzeit ist es aber immer noch so, dass wir die Verbindung zwischen uns besser machen müssen und insbesondere gegenüber dem Schöpfer. Ja, aber das wird jeder selbst fühlen, innerhalb sich selbst, was für ihn gut ist, dass er das macht. Italien 4. Io sento che investo tante energie, tanti sforzi e la decina non è presente a lezione, non è presente agli incontri. Io comincio a sentire che perdo queste forze che sto investendo. Wenn ich fühle, dass ich viel investiere, meine Kraftanstrengung, und der Zehner kommt nicht zum Treffen, nicht zum Unterricht. Ich fühle, dass ich alle Kräfte verliere, die ich investiere. Was ist das, eine Fehlgeburt? Nein, nein, das kann keine Fehlgeburt sein, weil du noch nicht einmal in der Empfängnis bist. Und sogar wenn man nicht zum Unterricht kommt, du musst dir selbst nicht erklären, dass sie nicht können, was sie nicht machen.
sondern vielleicht ist es der Schöpfer, der mit dir diese Übung macht, und er macht es das so, dass sie nicht kommen. Und das ist, weil du nicht genügend in sie hinein investierst. Oder es kann auch andererseits sein, dass er will, dass du genauso mit all den anderen 10 verbunden bist, die Gruppen, die sich gemeinsam mit dir beim Unterricht befinden. Also hier gibt es vieles, wir werden später das noch sehen, weil im Allgemeinen gelangen wir alle wie ein Mann mit einem Herzen dazu. Das Gnadenbuch, das ist lediglich ein Zehner. Und deswegen fällt es uns schwer, jetzt sagen zu können, was der Grund, dass der Schöpfer meine Freunde nicht zum Unterricht bringt. Also er lenkt im Wesentlichen das Ganze. Ich kann eher über sie sagen, dass sie so und so sind, aber letzten Endes muss ich mich an den Schöpfer wenden und beten und mit ihm. Eventuell werde ich daraus andere Gründe begreifen. Ich habe solche Dinge gesehen, sogar zwischen den Schülern von Bala Sulam. Und Rabash erzählte auch, dass ich ist egal, man steht ja immer nachts auf, ob es einen Unterricht gibt oder nicht. Der Bala Sulam, er hat zweimal die Woche oder manchmal nur einmal die Woche Unterricht gegeben. Er sagt, ich stehe auf, und die Frage, die sich angehäuft haben, ich wollte zum Vater gehen, also nicht zum Lehrer, nicht zum Rav, zu niemandem. Ich wollte wie zu meinem Vater gehen, weil es gibt keinen Unterricht, weil Bala Sulam schläft ja sowieso nicht in solch früheren Stunden, so wie auch wir. Und ich sagte zu mir selbst, ich werde zu meinem Vater gehen, ich öffne die Tür, sagt Rabash. Und ich sehe, dass alle sitzen und studieren. Und sie haben mir nicht gesagt, dass es einen Unterricht gibt. Und er sagte, dass ich so wütend war auf sie. Ich setzte mich hin und habe die ganze Zeit Fragen gestellt. Ich habe die ganze Zeit gefragt. Er antwortet, ich frage, er antwortet, ich frage. Und er muss mir antworten, wenn ich, weil ich so sage. Und so habe ich den ganzen Unterricht auf mich gezogen. Und das muss man auch verstehen, diese Aggressivität. Und das ist das, was er mir erzählt hatte. Was will ich sagen? Wir wissen nicht genau, was passiert, warum das mit uns abläuft. Und dort waren ja auch Schüler, die nicht einfach waren oder Anfänger waren. Deswegen weiß ich, ich kann dir nicht sagen, was zu tun ist. Du wirst sie erwecken müssen. Aber nicht so, wie Rabash das gemacht hatte. Frankreich. Le processus de développement de Libour est-il pur dans sa phase de préparation? Toda. Shalom Yichaver, betalich patrot shel Libour, aimu taor be... Die Frage des Freundes. Im Prozess der Entwicklung, der Empfängnis, kann man... Die Frage war nicht klar. Das verstehen wir nicht. Also in der Regel bekommen wir bei dem Eintritt in die Empfängnis sehr viele Schwierigkeiten. Jeder laut seiner eigenen Natur. Der eine ist es permanent, sind es Fragen um Familie, Sex, Nahrung, Essen. Die anderen, bei den anderen ist es Macht und Ruhm. Verschiedene Fragen derzeit, sie kommen uns auf und lassen den Menschen nicht los. Und man braucht hier viel Geduld. Und man muss sich selbst wie diese Spermazelle betrachten, die einen großen, schwierigen Prozess durchläuft und kämpft dadurch, um in die Gebärmutter einzudringen. Und innerhalb der Gebärmutter, wenn es
wenn es sich mit der Gebärmutterwand sie durchdringt. All das ist unser Kampf, das sind unsere Gedanken, Verlangen, die uns niemals loslassen, und wir fühlen, dass sie einfach, wenn zuvor ich manchmal nur diese Verlangen in mir aufgekommen sind, so ist es jetzt ununterbrochen, permanent, die ganze Zeit kommen diese Gedanken auf, und es ist gerade wie diese Spermazelle, die in diese, durch diese Gebärmutterwand eindringt, in die Gebärmutter, und beginnt diesen Kampf, um sich mit der Wand der Gebärmutter zu verbinden. Und so müssen wir das betrachten. Und je mehr wir vorankommen, dieser Kampf und die Zustände werden immer zugespitzter werden, bis wir beginnen, das auseinanderzureißen. Und plötzlich wird es zu diesem Punkt des Kontakts zwischen uns und dem Schöpfer, und dann beginnen wir uns dadurch zu entwickeln, um, damit wir von ihm diese Eigenschaft des Gebens bekommen und entwickeln uns und in diesem Kampf und auch im, mehr innerlich. Und auch das wird mit uns allen passieren. Das ist der Eintritt in eine neue Welt, so wie man in unsere Welt eintritt, wenn man geboren wird. So müssen wir auch die höhere Welt eintreten, und wir werden uns bewusst werden, dass es einen Vater und Mutter gibt, Chochma und Bina, oder Malchut und Bina, egal. Und auf diese Weise entwickeln wir uns bis hin zu unserer Geburt. Türkei 2. Good morning, my friend is asking, how can we be a gateway for humanity in this evil condition that we created as a ten? Guten Morgen, mein Freund fragt, wie können wir, ein Übergangsglied sein werden während der Empfängnis in Zehner? Nochmals. Wie können wir so werden wie ein Übergangsglied, Mittler für die Menschheit im Zustand der Empfängnis mit dem Zehner zusammen? Wir sind ja immer noch kein Zehner, und deswegen ist es uns, fällt es uns schwer, darüber zu reden. Wir müssen derzeit uns mit uns selbst beschäftigen, bis wir so viel wie möglich in diese Richtung gemeinsam verbunden sind. Und dadurch tun wir uns für die Zukunft vorbereiten, ein Beispiel zu sein für die Menschheit. Aber derzeit ist das nur in unserer Absicht. In unserer Absicht, wo wir sagen können, das, was wir tun, dass wir das für die Menschen tun. Wir haben derzeit noch keinerlei Verbindung dazu. Wenn wir beginnen, die Menschheit mit dem Schöpfer selbst dann bereits zu verbinden, und wir beginnen, den Schöpfer auf verschiedene Weise zu erkennen, diesen durch die Menschheit den Schöpfer zu sehen, seine Beziehung uns gegenüber, durch unsere Umgebung und uns selbst darin aus dem Inneren heraus, dann werden wir darüber reden. Das steht uns noch bevor. Ich kann das nicht mehr weiter darauf eingehen. Almata. Vielen Dank, Lehrer. Gestern kam die Frage hoch, der Zehner, die Gruppe, die Gemeinschaft ist immer die Mutter für den Menschen, wenn er wächst? Der Zehner oder die ganze Menschheit
Immer wird es diese Umgebung sein, durch die der Mensch sich mit dem Schöpfer verbindet. Nun, die Masse, wie der Mensch entwickelt ist, umso mehr fühlt er dann, dass er sich innerhalb der Menschheit befindet, innerhalb unter Seelen, und durch diese Seelen verbindet er sich mit dem Schöpfer. Und es ist egal, auf welcher Etappe wir uns derzeit befinden, ob das jetzt im 21. Jahrhundert ist oder andere Etappen der Entwicklung, das ist egal. Der Menschheit empfindet immer so. Wir hängen nicht ab von der Zeit, die wir jetzt in dieser Welt fühlen, und nach unserem Kalender. Wir werden sehen, dass wir mit dem Schöpfer verbunden sind, durch die ganze Menschheit, sogar durch die ganzen unbelebte pflanzliche und tierische Welt. Und so ist die allgemeine Struktur. Und es ist egal, dass die Menschheit sich in solch hohen oder niedrigen Zuständen befindet, das ist egal. Jeder wird es sehen, wie es braucht. Wir werden es sehen, das kommt alles noch. Das steht uns alles noch bevor. Es wird klar werden aus den Etappen unserer Entwicklung. Holland. Ja, vielen Dank, Raf. Guten Morgen. Raf, die Frage vom Zehner. Man kann wachsen. Wie können wir unsere Treue dem Schöpfer in jedem Zustand vom Ibo wachsen lassen? Der Ibo, der Empfängnis voller Treue, kann nicht mehr sein als Nefesh. Das heißt, die Seele, die in uns geboren wird. Und die Selbstaufopferung muss sich ebenfalls mich komplett annullieren, ohne Grenzen. Das ist unsere Arbeit. Und das nennt sich, dass die Spermazelle möchte alle Hindernisse durchgehen, um geboren zu werden. Das ist ein sehr harter, schwieriger Weg, ziemlich unangenehm. Aber schaut doch her, was passiert bei uns in der materiellen Welt als die Folgerung, das Resultat von dem, was im Spirituellen passiert. Welcher Kampf, welche Anstrengung, welche Kräfte wirken. Übrigens, das sind die größten Kräfte, wo es keine größere gibt in unserer Welt. Die größte Kraft, als der Samentropfen einfach geht und alle Hindernisse zerstört, um einfach durchzukommen und sich an die Gebärmutter, an die Wand anzuheften. Das sind die größten, die stärksten Kräfte in unserer Welt. Es gibt in unserer Welt kein größeres Beispiel, als diese zwei Kräfte, die so wirken und zueinander näher kommen. All die Arbeit, all die Handlungen im Materiellen, im Spirituellen, in unserer Welt und in den spirituellen Welten, alle die kommen durch die Wechselwirkung von zwei Kräften, Plus und Minus, die Kraft des Gebens und die Kraft des Empfangens. Aber das, was den Lebensanfang gibt, ist der Ausmaß, wie er dazu strebt. Ja, dieser Spermasamen, der in der Gebärmutter ist, geht hin und erreicht den Platz, wo er sich entwickeln kann. Das ist ein Beispiel, einfach das einzige Beispiel der Kraft des Gebens, die sich in unserer Welt befindet, in der Kraft des Empfangens, die uns zur Entwicklung antreibt und ruft in uns die Entwicklung hervor. Und wir müssen ihm dadurch helfen, dass er uns anstößt, dass er uns anzieht, macht verschiedene Sachen, macht auch Hindernisse für uns, um uns zu erziehen. Und so
müssen wir vorankommen in der Richtung zu ihm. Und auf jeden Fall, wir müssen diese Dinge mit Liebe akzeptieren, aufnehmen. Spanien 2. Para que se llegue al punto del aborto, se tiene que corromper todos los miembros de la decena o con que se corrompa la mayoría es suficiente para el aborto. Wenn der Ebur schlecht wird und zu viel Geburt führt, wann ist es der Fall? Müssen die, gehen auch die, all die Freunde verloren oder nur größtenteils, um diesen Punkt zu rechnen? Wir sprechen nicht über die Fehlgeburt, nicht über all diese, über all diese, diese Verdorbenheit. Wir sprechen nur darüber, wie man in den Ibo eintritt, in die Empfängnis. Das ist alles. Und wir müssen nur dran arbeiten. Also los, nichts an das Schlechte denken. Was heißt verdorben zu werden? Was hast du im Inneren, was verdorben werden kann? Du hast nichts Korrigiertes. Deshalb sollte man gar nicht an die Verdorbenheiten denken, sondern nur daran denken, was in mir korrigiert werden muss. Das ist, was wir brauchen. Unity 1. Frage unseres Szenes. Um zu verstehen, wie wir richtig unser Treffen arbeiten können, Sie haben gestern gesagt, über die Einheit zu reden, über die Empfängnis und besser als Artikel zu lesen. Sie haben gesagt, dass wir nicht viele Worte haben müssen. Wie ist jetzt die Balance? Wie muss es sein aus unseren Gesprächen im Zehner und den Lesen der Texte? Also ich kann dir nicht sagen, mit welchem Verhältnis, in Prozenten, mit welchen Worten. Wir müssen fühlen, dass was ihr macht, zieht das euch zum Ziel an. Ja, so wie dieser Spermasamen, der möchte in die Gebärmutter eindringen, an die Wand sich anheften. Nur darum müssen wir uns kümmern. Bitte Artikel 100. Guten Morgen. Rav, meine Frage ist, die Parallel zwischen dem Welt, der materiellen Welt und der spirituellen Welt zu befinden. In letzter Zeit, die materiellen ist es so, dass die Empfängnis, dort gibt es eine Konkurrenz zwischen Millionen von diesen Spermazellen. Letztendlich nur eine Spermazelle schafft es, sich an die Gebärmutter anzuheften und führt zur Schwangerschaft. Gibt es eine Parallele zwischen diesem Zustand, wenn tatsächlich einer von einer Million dieser Spermazellen in die spirituelle Welt ein. Darüber steht es geschrieben, dass Tausende betreten den Raum und einer geht zum Licht raus. Das heißt, viele Menschen, Schüler streben zu wissen, was passiert, was die Seele ist, die höhere Kraft ist und so weiter und so fort. Und dann auf dem Wege, ihr wisst ja, wie viele Leute verlassen, fallen, verlieren Wünsche, Kräfte. Und das heißt, tausend betreten, treten ein und einer geht zum Licht raus, ja? Diese Tausend, den Sie jetzt erwähnen, das ist verbunden mit Neubaruch oder das ist der Tausende, der im Allgemeinen, meine Frage ist, existiert tatsächlich eine Konkurrenz, eine verborgene Konkurrenz zwischen den Menschen und dem Neubaruch, wer der Erste sich an die Gebärmutter anheften kann? Nein, nicht bei uns, überhaupt nicht. Ausgerechnet, der ins Studium reingeht, setzt weiter fort, er verwandelt sich zu einem untrennbaren Teil von allem und eigentlich alle gemeinsam werden zu diesem Embryo. Wir bauen mit euch jetzt den Körper, den Guf von Adam Rishon. Das ist quasi Adam Acharon jetzt, der letzte Adam. Und wir sind alle wie Zellen in diesem Körper. Ja, diese Tausend, wer ist es? Mit was springt es überein? Verstehe ich nicht. Sie sagen, Tausend gehen in den Zimmer rein und nur einer kommt heraus. Was, wer ist das? Was ist das? Diejenigen, die kommen rein, fallen. Das heißt, diejenigen, die kommen, fühlen, das ist nicht für sie. Und sie dachten,
Sie dachten, das war für Sie. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank. Natania. Guten Morgen, Rav. Ich wollte fragen, Sie haben zuvor gesagt, dass das Embryo diese verschiedene Heranwachsensphasen hat. Was ist gemeint, dass dieses Embryo den verschiedenen Zuständen durchläuft während der Einpflanzung? Aus dem Samentropfen muss er sich entwickeln zu so einem Zustand, damit er schafft, geboren zu werden und zu leben. Das heißt, er oder das Embryo muss aus der Mutter ihre Eigenschaften mitnehmen, in sich aufnehmen, das, was draußen bereits gibt, selbstständig, so wie die Mutter die Füllung erhält, sagen wir mal, das Essen, das Trinken von außen, und so existiert sie, so auch es oder das Embryo erhält die Eigenschaft der Mutter, organisiert sich in so eine Form, dass es bereits außerhalb der Mutter existieren kann. Das heißt, buchstäblich beginnt zu werden wie ein eigenständiges Teil innerhalb der Mutter. Das heißt, wir früher, wir alle waren wie ein Körper und wussten nicht, wer was ist, aber die Geburt gibt jedem das Gefühl, dass sie ihm bereits eine eigene Kraft gibt. Es gibt eine Rolle im Zehner. Darüber müssen wir noch sprechen. Peter. Die Sache ist die, dass wenn ich den Zustand von Galut habe, muss ich auch diesen Zustand von Katnut in diesem Empfängnis haben. Freunde, ich glaube, ich fühle so, ihr seid überhaupt nicht auf dem Unterricht. Wie kannst du solche Dinge fragen? Wir sprechen ja ständig darüber. Natürlich. Im großen Zustand gibt es im Inneren einen Prozess des kleinen Zustandes Katnuts. Ja, Peter 3. При многочисленным попыткам пока не удается заточить желание и выстроить намерение и молитву. Vielzahl von. Ich habe die Hälfte der Frage nicht verstanden. Wiederhole bitte. Dieses Beispiel mit diesen Spermazellen, nur einer geht von draußen heraus, geht rein. Sind diese Vielzahl an unseren Versuchen, dieses Gebet zu erheben, hat das einen Bezug dazu oder nicht? Ja, das gehört schon dazu, zu unseren allen Anstrengungen, sich zu verbinden im Gebet untereinander und dem Schöpfer, ihn zu beeinflussen, einfach ihn zu überzeugen, dass wir zur Verbindung, zur direkten Verbindung mit ihm bereit sind. Ja, das ist alles. Kasachstan. Danke, ich hoffe, meine Frage ist am richtigen Ort. Wenn nicht, sagen Sie es mir. Dieser Empfängniszustand, es gibt Auf- und Abstiege. Es gibt aber auch noch die Vorbereitung dazu. Unterscheiden Sie sich noch oder sind Sie ähnlich als eben der Zustand an sich? Aufstiege und Fälle vor dem Ibor, während des Ibors, in verschiedenen Richtungen, auch im Inneren, die sind nur auf die Verbindung ausgerichtet, im Inneren, nur auf die richtige Verbindung mit dem Hören, durch die Gebärmutter zum Schöpfer. Dann beginnt der Mensch zu spüren, wie wichtig die Gruppe ist. Genauso wie Rabash uns in seinem Brief schreibt, dass es gibt keine Entfernung zwischen mir und der Gruppe, nichts außer der Freunde und so weiter. Das offenbart er später. Moskau 7.
Должен ли я стать как матка для товарищей, окутать всех любовью? Вот мой граф, muss ich wie zur Gebärmutter werden für die Freunde, damit jeder fühlt, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie wie die Größe des Ziels haben, muss der Mensch so ein, so auf diese Weise das Ganze betrachten. Jeder muss funktionieren in Bezug auf die Freunde so, dass er alle mit dem Schöpfer verbinden muss. Mehr braucht man nicht, außer ein Verbindungsglied zu sein, ein Adapter, so nennen sie das, okay? Gut, Kiew. Ja, teurer Raf, wir sagen, dass dieser Zustand von Ebur, dass die Annullierung macht mit mir, was auch immer du willst, ich will nur mit dir verschmolzen sein. Und ich gehöre zu einem Zustand von Kraftlosigkeit, aber man möchte hier eine Attacke machen in diesem Zustand, dass dieser Zustand von Empfängnis, um den Schöpfer zu bitten, darauf bestehen, irgendwie tatsächlich diesen Zustand von dem Buch eingehen. Was soll ich machen? Weitermachen, einfach weitermachen. Man kann, ich kann da nichts mehr tun, sondern nur weitermachen, auf dem Weg zu gehen. Kann man irgendwie die Zeit beschleunigen in diesem Prozess, das, was von uns, das, wie schnell wird das Ganze durchlaufen? Wo ist hier die Beschleunigung? Je mehr du dazu strebst, dich anzuheften, die Gruppe anzuheften und den Schöpfer. Es gibt nichts anderes. Man muss nur versuchen, möglichst mehr in der Richtung zu sein und dann alle unsere Anstrengungen führen noch schneller dazu, zu der Wahl. Tel Aviv. Guten Morgen, Raff. Wenn ich richtig verstanden habe, um in die Spiritualität weiterzukommen, zu dem Zustand der Empfängnis, müssen wir uns annullieren, die Verbindung und das Gebet. Meine Frage ist, gibt es noch etwas, was wir benutzen können, oder konzentrieren sich all die Dinge nur auf diese drei Parameter? Hauptsache auf dem Weg, in der Verbindung zwischen uns zu sein und in der Attacke auf die Hindernisse zwischen uns und dem Schöpfer gibt. Vielen Dank. Taktik war 31. Tagtäglich, wenn der Mensch verschiedene Zustände durchläuft, Geschehnisse, Ereignisse, wo fühlt der Mensch mehr den Schöpfer, diese neue Beziehung? Such das nicht. Suche das innerhalb dir selbst, innerhalb der Wünsche, der Gedanken von dir und nicht außerhalb, nicht in einer äußeren Form. Dort im Inneren findest du, wo und wie du dem Schöpfer nah sein kannst, wo alle deine Wünsche beginnen und deine Gedanken beginnen. Dort suche, wie du näher kommen kannst. Kamiel. Frage unseres Szenes. Im materiellen Welt ist es so, dass die Spermazelle große Kraft und Energie hat, so wie Sie das beschrieben haben. Aber wir gerade hingegen fühlen diese Schwernis. Einfach so ein großes Gewicht, das auf uns lastet. Was ist das? Ist das der Koffer, unser Koffer oder des Schöpfers? Das ist das Anzeichen davon, dass wir an der Wichtigkeit des Ziels arbeiten müssen, der Wichtigkeit des Schöpfers als das Ziel, an der Wichtigkeit der Gruppe wie Mittel, um voranzukommen. All die Schwere zeigt mir, in welchem Ausmaß bin ich noch in der Schwäche bin in Bezug auf die Wichtigkeit des Ziels. Und nur das fehlt mir. Artikel 10. Was ist der Unterschied zwischen der Gebärmutter und dem Embryo? Wir reden hier über
gegenüber den Freunden. Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Wir kümmern uns darum, mit dem Schöpfer angeheftet zu sein. An den Schöpfer anzuheften können wir nur unter der Voraussetzung, dass wir Ubar sind, dass wir ein Ubar werden können. Und deshalb, wir müssen den Zehnern unserer inneren Wahrnehmung sehen, dass wir zusammen sind, dass wir das Ziel fühlen, dass wir das Ziel verstehen, dazu bereit sind. Und dann, in dieser Art, streben wir. Das ist alles. Ja, aber meine Verbindung, die ich im Zehner schaffe, das ist diese Embryo, wenn wir voneinander uns annullieren, oder ist das die Gebärmutter? Der Zehner ist der Ubar. Der Zehner ist der Ubar, das Embryo. Und was ist denn die Gebärmutter? Der Schöpfer. Die Gebärmutter ist der Schöpfer. Meine Arbeit im Zehner ist, diesen so zu organisieren, jedes Mal mehr und mehr, damit der der Verbindung mit dem Schöpfer entspricht und erhält von ihm die Nahrung, den Einfluss, die Einwirkung. Und so ständig müssen wir uns mit dem Zehner verbinden, mit den Zehn Sphirot unserer Seele, jedes Mal mehr und mehr. Und dadurch werden wir die Verbindung mit dem haben, der den Zehner füllt, befüllt. Das ist das innere Licht, das ist der Schöpfer. Gut, Michael, vielleicht fangen wir an, schon was zu lesen heute. Wir lesen Punkt 37. Im Ebur gibt es 25 Pratsofim im Ebur, was Naranchai bedeutet, und in jedem von ihnen gibt es auch Naranchai. Deshalb muss es eine zurückhaltende Kraft geben, was bedeutet, dass auch in Katnut eine Ganzheit da sein sollte. Diese empfängt er durch seine Mutter, obwohl der Fötus an sich keine Kilim, also Gefäße hat, in denen er Gadlut empfangen kann, um zu geben. Dennoch kann er durch Annullierung vor der Mutter Gadlut aus den Kilim der Mutter empfangen. Dies wird so angesehen, dass ein Embryo ist der Schenkel seiner Mutter und es ist, was die Mutter ist. Das heißt, er hat keine eigene Wahl, sondern ist das, was die Mutter ist. Das heißt, was seine Mutter weiß, es erlaubt zu essen, zu ist, ist er auch. Dies bedeutet, dass er die Wahl hat und was gut und was schlecht ist, von sich selbst verlagert hat. Vielmehr wird das alles der Mutter zugeschrieben. Dies wird der Schenkel seiner Mutter genannt. Wir lesen nochmal den Punkt 37. Es gibt 25 Pratsofim im Ebur, was Naranchai bedeutet. Und in jedem von ihnen gibt es auch Naranchai. Deshalb muss es eine zurückhaltende Kraft geben, was bedeutet, dass auch in Katnut eine Ganzheit da sein sollte. Diese empfängt er durch die Mutter, obwohl der Fötus an sich keine Kilim hat, in denen er Gadlut empfangen kann, um zu geben. Dennoch kann er durch Annullierung vor der Mutter Gadlut aus den Kelim der Mutter empfangen. Dies heißt, dass Ibur ein Teil der Mutter ist. Es ist, was die Mutter ist. Das heißt also, dass er keine Wahl hat seinerseits, und nur das, was die Mutter isst, also das, was die Mutter weiß, was zu essen ist, ist das Kind auch, der Fötus. Es bedeutet, dass er von sich diese Wahl nimmt, zu wählen, was gut und schlecht ist, sondern alles passiert nur anhand der Mutter. Und das bedeutet, ein Teil der Mutter zu sein. Das bedeutet, dass er selbst nicht in Betracht gezogen wird. Das sind sehr tiefe Sachen.
Man sollte sich darum bemühen, das zu verstehen, selbst das zu fühlen, nachzuempfinden, wie es ist, wenn wir ein Ubar werden wollen im Spirituellen, welchem Ausmaß wir uns annullieren müssen. Das heißt, es gibt keinen Zustand im Leben, dass wir ihn, den Zustand, nicht akzeptieren, ohne zu segnen. Denn alles kommt von ihm. Es gibt niemanden außer ihm, vom Schöpfer. Ich lese nochmal durch. Es gibt 25 Parzufim im Ibur. Das heißt Naranchai. Das heißt 5 mal 5. Das heißt, aus jedem Teil vom Parzuf gibt es alle Teile. Es gibt eine volle Einschließung zwischen allen. Dass in jedem von ihnen gibt es ebenfalls Naranchai. Deshalb, man braucht eine zurückhaltende Kraft. Das heißt, er kennt die Grenze, in welchem Ausmaß er sich in den Höheren einschließen kann und in welchem Ausmaß noch nicht. In welcher Form? Das heißt, selbst wenn im Zustand von Katnut eine Ganzheit da sein sollte, selbst im kleinen Zustand Katnut, das heißt, man braucht die ganze Zeit sich davor bewahren, im Zustand der Ganzheit, so sich eingrenzen. Ich will nichts mehr. Hauptsache für ihn in volle Einstimmigkeit mit dem Höheren, im vollen Geben zu sein. Der Höhere hat immer Recht. Und nur in der Art behält er die Verbindung mit dem Höheren bei, verändert sich auch in dem Ausmaß, wo der Höheren verändert, und dann kann er wachsen wie der Adam, ähnlich dem Oberen, dem Höheren. Dies empfängt er durch seine Mutter. Das heißt, all die Nahrung, all die Einschränkungen, nur unter der Bedingung, wo er sich bemüht, in welchem Ausmaß er dazu fähig ist, aus der ganzen Kraft mit der Mutter verbunden zu sein. Ich bitte die Zehner, Petach Tikwa 20, Fragezeichen raus, weg. Wir haben noch nicht angefangen zu lesen. Hört mir zu. Petach Tikwa 20. Sie nehmen die Fragezeichen nicht weg. Jetzt. Wir haben noch nicht bis zum Ende gelesen. Der Mensch hat noch nicht durchgedacht, was es hier gibt. Plötzlich kam bei ihm die Frage hoch und dann stört er die anderen. Warum? Um die anderen zu stören? Bitte seid ein bisschen ernsthafter, etwas im Inneren. Ich fange noch einmal an und frage nicht so lange, bis ihr den Auszug zum Ende gehört habt, bis ihr versteht, was es dort gibt, und das, was ihr nicht versteht, was es dort gibt. Und dann, erst dann fragt. Bei der Empfindung gibt es 25 Parzufim, das heißt Naranchai, wo in jedem von ihnen gibt es auch Naranchai. Deshalb muss es eine zurückhaltende Kraft geben, so dass es keinen Durchbruch gäbe, dass der Bau vollkommen ist in jeder Platz, in jeder Stelle vollkommen ganz und wachsen kann. Deshalb braucht man das Wachstum aus dem Inneren und eine zurückhaltende Kraft außerhalb. Selbst im Zustand von Katnut braucht man eine Ganzheit, und das nennt man eine zurückhaltende Kraft. Das ist nichts mehr, als sie braucht. Es gibt nichts, was er braucht, mehr als was man ihm gibt. Was man ihm gibt, er möchte nichts mehr als das. Nicht, weil er nicht dazu fähig ist, sondern weil er in der Ganzheit ist. Er ist vollkommen. Also lass uns klären, was die Spiritualität ist. Wie kann es sein, dass ich, wenn ich in der Vollkommenheit bin, in der Ganzheit, wo ich dann noch entwickeln kann, das widerspricht ja eins dem anderen. Das ist wirklich so im Spirituellen.
im Vergleich mit dieser Welt, dass wir uns in der Ganzheit befinden und gleichzeitig kommen wir voran durch ein Chisaron. Das ist die Empfindung der Vollkommenheit. Diese erhält er durch die Mutter. Und trotzdem, dass das Embryon sich selbst hat keine Kelim, um im großen Gadlut zu sein, um des Gebens willen zu sein. Auf jeden Fall, so wie es existiert, wenn es sich vor der Mutter annulliert und kann den Zustand, den großen Zustand bekommen, in ihr Kelim, in die Kelim der Mutter. Das heißt, das nennt sich, dass das Embryo ist, was die Mutter ist. Das heißt, es vollkommen sich annulliert, ist dazu bereit, von der Mutter alles zu empfangen, was sie ihm gibt, ohne jegliche Kritik, Besprechung der Fragen, vollkommene Annullierung. Und dann, dadurch wächst es. Alles, was wir im Ubar sehen, wo es sich innerhalb der Mutter entwickelt, all das ist im Materiellen und im Spirituellen, das geht durch den Ausgleich der Kräfte seitens des Ubars und der Mutter. Das heißt, immer das spirituelle Ubar muss sich vor dem Hören annullieren. Das ist Malchut, welcher sich vor der Bina annulliert. Vor der Bina. Das heißt, da er keine eigene Wahl hat seinerseits, das heißt, das, was die Mutter isst, das, was die Mutter weiß, was man essen darf, so isst er es auch. Absolut, absolut nichts seinerseits, aus seinem Verstand nichts, aus seinem Gefühl nichts, all das annulliert er und akzeptiert seitens des Oberen, des Höheren, alles, auch die Sicht, die, auf die Existenz, auf das Leben, das, was er hat, hat er keine Kritik in Bezug auf die Mutter, nur sich selbst kritisch. Er beurteilt, ob er entsprechend dem geht, was die Mutter ihm gibt, um ihm geben zu sein. Dass er keine Wahl, keine eigene Wahl hat, keine selbstständige Wahl, alles, was die Mutter ist, das heißt, das, was die Mutter weiß, dass es erlaubt ist zu essen, so isst er auch. Das heißt, keine Frage, noch nicht mal. So wie im Embryo hat es keine Fragen, was die Mutter ist, was das von der Mutter hält, ist es, was er hat, was er es hat, im Materiellen. So. Passiert das, ja? Das heißt, er hat keine eigene Wahl und das, was die Mutter isst, sie weiß, was erlaubt ist zu essen, so isst er auch. Das bedeutet, dass er von sich die Wahl weggenommen hat. Er wählt nichts aus. Dass er keine Wahl hat, was gut und was schlecht ist, von sich selbst wegverlagert hat. Und das geschieht durch die Mutter. Und das nennt sich, dass er Teil der Mutter ist, Schenkel, seine Mutter. Und das nennt sich, dass er selbst keinen Vorzug hat. Er macht alles, er hat irgendwelche Bewegungen, hat die Aufnahme von etwas, Verdauung, was es von der Mutter hält, also er, das er oder es, das Embryo, dass es irgendwelche Handlungen macht, aber alles macht es durch den Hören. Sich selbst annulliert es vollkommen, deshalb dank dem wächst es. Das ist einfach göttliche Dinge, die geschehen, auch bei uns, auch im Materiellen. Wie verstehe ich das Wesen davon? Warum ausgerechnet so die Natur ging so viele Veränderungen, um ausgerechnet in der Entwicklung dazu, diese Form zu kommen? Jetzt kommen die Fragen.
Das heißt, das, was wir brauchen infolge dessen, ist zu suchen, wie man sich vor dem Höheren annulliert. Und das, was der Höhere gibt, das stimmt. Das ist richtig. Und nur in darin haben wir die Wahl. Meine eigene Wahl ist die, dass ich keine Wahl habe. Alles, was vom Oberen kommt, ich muss zum Zustand kommen, dass ich das segne, akzeptiere und aufnehme. Das ist alles. Und das führt mich dazu, zur Verbindung mit dem Schöpfer, bis er sich offenbart und ich beginne mit ihm verbunden zu sein in einer offenen Art. In Ordnung? Gut, bitte zwei. Guten Morgen, Rav, guten Morgen, Freunde. Meine Frage ist, womit soll man sich zufrieden geben, womit nicht? Es gibt tausende Gedanken, Verlangen, Bewegungen im Laufe eines Tages gegenüber einem Freund, gegenüber des Szenes und überhaupt. Was heißt hier, dass der Führer das in Vollkommenheit alles macht? Ohne jeglichen inneren Kampfes, wenn ich akzeptiere, was der Obere will, das ist das Anzeichen davon, dass ich nicht vorankomme. Das Vorankommen muss mit dem Widerstand sein, zusammen mit dem Widerstand. Natürlich, wenn ich wachse, muss das gegen den Höheren sein, das in Bezug auf den Höheren, die Annullierung, Zimtzum meinerseits, das ist das Vollkommenste. Der Rest muss sich zu meinem Willen zu empfangen hinzufügen, in so eine Form, damit das dem Schöpfer ähnlich wird, um des Gebens willen. Alle restlichen Zustände außer diesem Punkt, diesem Samentropfen, ja, in all meinen restlichen Zuständen komme ich mit zwei Kräften voran. Mit der Kraft der Einschränkung und der Kraft des Gebens, der Absicht des Gebens. So komme ich voran. Das heißt, wenn ich mir das richtig, diese Eigenschaft des Gebens irgendwie vorstellen muss, dass der Hörer von mir das erwartet, unabhängig davon, dass in meinem Körper von Seiten der Natur entsteht, irgendwelche Handlungen machen zu müssen, dass ich, wo ich denke, dass der Hörer das auf diese Weise machen muss. Der Hörer erwartet von dir, du akzeptierst alles, was von ihm kommt, wie das Lebensnotwendige, wie das Beste. Und selbst nichts veränderst, wenn du selbst verändern könntest. Und ohne jegliche anderen Folgerungen, irgendwelche schlechten. Das heißt, wenn du selbst wissen würdest und könntest, würdest du denselben Zustand machen, in dem du bist. Egal in welchem Zustand du bist, du stellst dir diesen Zustand vor als vollkommen. Denn bestimmt kommt das vom Hören zu dir. In Ordnung? Almaty 1. Danke, Raff. Er schreibt hier, dass obwohl er selbst die Gefäße empfehlen, um den Zustand des Lebens zu erlangen, dennoch bekommt er von der Mutter diesen großen Zustand, den Gadlut. Wie passiert das? Das Embryo wächst innerhalb der Mutter darin, dass es mehr und mehr sich annulliert und erlangt die Form, die der Höhere in ihm formt. Das bedeutet der Form, die Form innerhalb der Form. Das gehen wir noch durch. Das geht ein bisschen außerhalb der Rahmen der Samenabsorption. Wir sind noch in dem Punkt. Also kommen wir aber voran. Einverstanden mit dem Hören zu sein auf alle Handlungen, die der Hören macht. Das heißt, bei uns im Wesentlichen, das bedeutet, sich in die Gruppe einzuschließen, sich um die Gruppe kümmern, dass sie komplett korrigiert werden kann. So wie Rabash schreibt in den Artikeln über die Gruppe.
und möglichst mehr sich in sie integrieren. Und je mehr wir uns in die Gruppe einschließen, desto mehr verstehen wir, dass wir auf diese Weise uns die nächste Form geben können. Wie es zuerst nicht so erscheint mit unseren irdischen Augen, Petartikon 19. Mein Freund, Sie haben jetzt gerade erklärt, das Verständnis von diesen 25 Parzufim, und Sie haben gesagt, dass das ein völliger Zusammenschluss von Teilen ist. Was ist das für eine Entwicklung? Das werden wir noch lernen. Das ist nicht für jetzt. Unser Problem ist, aus uns den Samentropfen zu machen, welcher sich an die Gebärmutter angeheftet hat. Und dann aus diesem Samentropfen beginnen sich dann alle anderen Zustände zu entwickeln. Pazuf, Sfirot, all das. All dazu kommen wir noch. Keine Sorge, das wird noch kommen. Diese Frage wird kommen. Petach Tikkun 17. Tchunat Ashpa'a Aubar lo mivakesh, Aubar mivakesh Achna'a Ashpa'a ze. Das bittet der Aubar nicht, er bittet sich zu unterwerfen. Die Eigenschaft des Gebens, das ist keine physische, sondern eine praktische, wenn ich gebe. Ja, der Ubar kann nicht geben. Ubar kann sich annullieren vor dem Höheren, obwohl diese Annullierung schwierig ist. Aber er arbeitet noch nicht seitens des Höheren, sondern immer noch auf seiner physischen Seite, wenn er sich einschränkt. Und deswegen heißt das noch nicht, als wird das doch nicht als eine spirituelle Handlung bezeichnet, sondern als Einschränkung. Und dadurch, dass ich mich einschränke, mache ich von mir eine Form, die an Spiritualität angeheftet sein kann, obwohl es noch nicht spirituell ist. Und in der Form meiner Annullierung vor dem Höheren mit allen materiellen Sachen, die ich in mir habe, dadurch kann ich quasi im Höheren einen Platz kaufen, wo ich dann sein kann, wenn ich noch kein Hörer bin. Dadurch, dass ich mich annulliere und erwarte von mir oder tue ich eine gewisse Annullierung, sodass ich dem Hören ähneln kann. Und so wachsen wir. Die Tatsache, dass ich ihm Verlangen zu empfangen, wenn ich das akzeptiere, dass der Höhere mir das gegeben hat, wenn ich damit einverstanden bin. Wenn du zustimmst und dass du empfängst das von dem Höheren und bist dann sicher, dass du das für deine Entwicklung brauchst, aber nicht so, dass du einverstanden bist, dass es so auch verbleibt und so bleibt, sondern du akzeptierst das für die Arbeit. Die letzte Frage, um sich zu annullieren, bin ich in der Lage, das zu tun, oder der Schöpfer gibt mir diese Eigenschaft? Also alle Korrekturen kommen von oben, alle Verdorbenheiten kommen von oben, aber unser Bezug zu all dem, was wir akzeptieren, hängt von uns ab. Und hauptsächlich hängt das auch von der Annullierung im Zähne ab. Die Annullierung in der Gruppe, der Mensch, kann der das tun oder der Schöpfer, muss das von dem Schöpfer kommen? Jein. Es gibt Handlungen, die wir selber durchführen können, in unserem Verlangen zu geben. Und es gibt solche Handlungen, die bereits spirituelle Handlungen sind oder zum Teil spirituell sind. Und die müssen wir von Höherem bitten. Petach Tikva 35. Guten Morgen, Rav, Weltkli.
sich klein zu fühlen vor den Freunden, da muss ich vollkommen mit mir sein. Ich brauche diese zurückhaltende Kraft, oder? Ich denke nicht, dass du recht hast. Um mich vor den Freunden zu annullieren, muss ich mich vollkommen fühlen, muss ich mich als Niedrige, als Umgekehrter fühlen, ich weiß nicht wie. Und dann daraus komme ich zum Zustand, in dem ich keine andere Wahl habe. Und ich muss mich dann mit den Freunden verbinden. Aus einem schlechten Zustand kommt das. Denkst du, dass das aus dem guten Zustand kommt? Na, meistens kommen wir dazu aus den schlechten Zuständen, wenn ich keine andere Wahl habe, weil ich der Schlechteste bin. Meine Absicht war, ich empfange in jedem Zustand und ich akzeptiere das in einer vollständigen Annullierung, dass ich das, was ich bekomme, das ist alles vor dem Zehner. Aber was Sie sagten, ist, dass erstmal diese zurückhaltende Kraft kommt. Was ist diese durchbrüchende Arbeit? Ich habe nicht verstanden, was du meinst. Sag das bitte in einem Satz, der klar ist. Und auch langsam, langsam und deutlich. Wir sollen diese zurückhaltende Kraft bekommen. Von der Furcht, dass wir nicht von der Arbeit wegrennen. Was hat das bedeutet? Was bedeutet das? Wenn ich meinen Bezug und meine Verbindung mit dem Zähne verliere, dadurch gefährde ich meine Verbindung mit dem Schöpfer. Es ist mir noch nicht ganz bewusst, aber das ist eben das, was passiert. Das ist alles. Und dann steige ich aus von der guten und richtigen Verbindung von dem Zehner und der Verbindung mit dem Schöpfer und gehe meinen eigenen Weg, bis ich hier wieder zurückgezogen werde auf den Weg. Unser ganzes Problem, das sage ich, was ich fühle in allen Zehnern. Also der Schöpfer auf einer Seite, der Zehner auf der anderen Seite und ich bin auf der dritten Seite. Und hier irgendein ein Dreieck, der nie zum einem inneren Punkt gelangt, sondern existiert einfach an sich selbst, so wie in einem Dreieck jeder existiert in seiner Ecke. Und wir denken nicht, dass wir uns da im Zentrum treffen sollen. Kann ich noch was hinzufügen? Schon circa 2 Wochen, wir haben einen Clip gemeinsam verbreitet und wir haben gefühlt, dass uns geholfen hat auf dem Weg. Sehr gut, schön, weiter so. Ich frage nur, ob Sie denken, dass wir außer das noch weitere Gruppenaktionen haben sollen, zusammen zu verbreiten mit den Clips. Gibt es noch was, was wir tun könnten? Ob ihr dabei versucht auch, euer Gebet an den Schöpfer hinzuzufügen, damit er euch hilft, es gemeinsam zu machen. In jeder Handlung der Verbreitung, auch wenn er das gemeinsam tut. Oder sogar, wenn jeder das alleine und einzeln macht. Ob ihr ein Gebet erhebt, damit das euch hilft, zu fühlen, dass ihr wie ein Mensch in einem Herzen sein solltet und der Schöpfer fühlt dieses Herz? Wir beten morgens und nach dem... Nein, mein Lieber. Das muss in euch während des ganzen Tages leben. Danke. Heute ist schwierig. Fokusgruppe. Über diesen materiellen Vorstellungen der Empfängnis und in den Beispielen, mit denen wir arbeiten. Ich habe in der Lektion gehört, alle diese Aspekte der Vorstellung, manchmal sagen wir, das ist ein Tropf von Samen und kommt durch unsere Anstrengung. Manchmal kommt es zu den Menschen
von oben und Mutterleib ist der Schöpfer oder Zähler. Die Frage ist, sollen wir für uns darauf fokussieren und suchen oder ist das alles beinhaltet in diesem Beispiel? Oder wir sollen keine Analogien suchen und Vergleiche suchen auch. Wenn wir das in den Texten von Rabash und Baal HaSulam uns anschauen, dann können wir merken, dass sie diverse Erklärungen nutzen und dann, das sollte auch unser Bezug dazu sein. Manchmal sprechen wir über die Gruppe so, dass sie der Höhere ist, aber dass sie ist der Höhere, weil der Schöpfer, der Unendlichkeit, das Licht der Unendlichkeit beeinflusst dann auf diese Form der, durch diese Form der Gruppe auf uns. Aber die Gruppe ist nicht tatsächlich der Hörer, sondern nur ein Mittel unserer Verbindung mit dem Schöpfer, weil wir uns nicht im Geben befinden, also in der spirituellen Eigenschaft. Wir gehören nicht der Höhere, wir gehören nicht dem Licht. Wir sind die Geschaffenen, sondern um diese Schnittstelle mit dem Schöpfer zu erschaffen, brauchen wir einen Zähler. Und inwiefern ich ein Teil von diesem Zähler werde, dadurch bilde ich durch den Zähler auch meinen Bezug zum Schöpfer. Ansonsten habe ich keine andere Möglichkeit. Ansonsten kann ich das nicht. Er kümmert sich um mich. Trotzdem, er hat keine Einschränkungen. Aber ich, damit ich mich mit ihm verbinden kann, muss trotzdem seine Eigenschaften übernehmen. Und seine Eigenschaften äußern sich in einem Parzuf. In den 10 Teilen, also bis das höhere Licht kommt zu dem Wunsch zu empfangen, zum Verlangen zu empfangen, bildet das höhere Licht diese Stufen. Und dann kommt durch diese Stufen zum unteren. Und ich muss in den gleichen Stufen meinen Bezug zum Höheren aufbauen. Und deswegen muss ich dann mich in diesem Muster, in dieser Form des Zählers verbinden und ein Teil davon werden, um diese Schnittstelle zu bilden. Und durch die Schnittstelle kann ich mich mit dem verbinden, was in mir nicht existiert. Aber mit dem kann ich mich dann verbinden. Wie kann ich dann mich mit irgendeiner Gruppe verbinden? Zum Beispiel mit der Gruppe New York. Wie kann ich mich mit denen verbinden? Ich muss zuerst in diverse Geräte anmelden, damit diese Geräte aus meiner Stimme diverse Signale und Wellen machen, bis dann diese Signale und Wellen dann bei denen ankommen, bis sie dann diese hören und in die Ohren eindringen und das Hirn verarbeitet dieses Signal. Vielleicht eins werden wir lernen, wie das Hirn das tut. Und auch durch all diese Schnittstellen, durch all diese Geräte und Veränderungen, das Ganze beinhaltet in einem, oder dringt in das Verlangen eines Menschen ein. Aber schaut mal, was für Systeme und was für Veränderungen hier stattfinden. Und es investieren enorm viel, um das zu machen, obwohl das nicht der Spiritualität gehört. Über dem Beispiel der materiellen Empfängnis. Und solle jeder versuchen, sich vorzustellen, etwas, was passend ist, oder einfach zu fließen mit all diesen Beispielen mit? Wenn wir darüber noch sprechen, lass uns mal das jetzt wahrnehmen, was wir beim Unterricht besprechen, und dann während des Tages
zusätzlich zu den Materialien, die wir über die Gruppe lesen und diverse andere und Wiederholungen des lass uns noch den Unterricht wiederholen und den Unterricht noch besser wahrnehmen, inwiefern das geht. Aber wir wollen, dass der Unterricht dann sich in uns ansaugt, damit wir dann die Möglichkeit bekommen, den Unterricht noch mehr und noch mehr und noch mehr einzusaugen. Weil das ist diese Nahrung, die dann Upar in seinem Mutterleib bekommt. Vielen Dank. Gut, dann Salt Lake City. Hallo Rav. Ich denke, dass ich Sie gehört habe, dass Sie reden über diesen Beispielen, dass diese Entstehung von dem diesen Sprungei, das ist basierend auf unserer Anstrengung, wo wir alle gemeinsam uns anstrengen und den Prozess dann erschaffen. Oder? Es kann sein, sagen wir mal, ja, dass wir zusammenarbeiten müssen, das ist sicher. Gut, Türkei 3. Überhaupt die Frage von meinem Zehner. Wie können wir unseren Zehner bestärken im Glauben über den Verstand, indem wir den Zustand von Ibur entwickeln? Wir betreten den Glauben über den Verstand und der ganze Weg ist im Glauben über den Verstand, denn die Eigenschaft des Gebens, die Eigenschaft des Empfangens bedecken soll, das heißt Glaube über den Verstand und Ibur, Empfängnis. Die Empfängnis beginnt uns zu formatieren für diese Möglichkeit, in der Eigenschaft des Gebens zu sein, über die Kraft des Empfangens. Wenn wir quasi bei uns die Kraft des Empfangens einschränken und dann beginnen wir, die Kraft des Empfangens mehr und mehr und mehr zu öffnen, damit die Kraft des Gebens drüber herrschen kann. Und das heißt Glaube über den Verstand. Kraft des Gebens über die Kraft des Empfangens. Aber diese Kraft muss durch die Kraft des Empfangens wachsen. Weil die Kraft des Gebens die ganze Stärke und bekommt von der Kraft des Empfangens. Ist es klar soweit? Wunderbar. פתח תקווה 6. כל הסיריות היא שאנחנו מפצלים או מפוצלים מצד אחד הבורא מצד רב, Sie haben gesagt, das Problem in allen Zehner ist, dass wir getrennt sind oder wir in der Trennung sind. Schöpfer auf einer Seite, wir auf einer Seite, ich auf der anderen Seite. Wie kann man diesen Dreieck zu einem einzelnen Punkt zusammenbringen? Das ist unsere Arbeit von jedem Einzelnen von uns und von uns allen gemeinsam. Inwieweit es geht, wenn wir gar nicht trennen zwischen Israel, Tora und der Schöpfer sind eins und wir wollen, dass es wir eins wird. Das heißt, dass wir einfach im Zentrum des Dreiecks treffen wollen. Wie kann man das machen? Sie haben gesagt, dass das Problem ist. Wie macht man das? Durch alle unsere Handlungen. Ja, dann werden wir uns dadurch angezogen. Unity 1. Понятно, что у меня нету вот этого переходника, без которым является десятка. Но как практически, про что мне думать? Da gibt's den Schöpfer und den Zehner. Es ist klar, dass ich diese Schnittstelle nicht habe. Die Zehner ist aber praktisch. Worüber soll ich denn denken vor dem Zehner, dass ich mich richtig auf den Schöpfer ausrichte? Es gibt dabei gar kein Problem. Du öffnest einfach die Artikel von, schlägst Artikel von Rabash auf, über die Gesellschaft, die sind dann in allen Sprachen übersetzt und falls diese in einer Sprache nicht findet, bitte sagt uns Bescheid, wir werden uns darum kümmern, diese Artikel noch weiter zu übersetzen.
weiteren Sprachen. Und du musst dann diese Artikel einfach lesen. Und wenn du sagst, dass du einfach nicht kannst, dann du hast wahrscheinlich diese Artikel gar nicht aufgeschlagen, wenn du mir das sagst, wenn du sagst, ich weiß nicht. Schau mal, wie du fragst. Nachher in der Aufzeichnung. Du wirst gucken, das ist eben das, was dir fehlt. Okay. Oh je. Noch so viele Fragen. Michael, wo sind wir? 38. Dann lass uns 38 lesen. Punkt 38 vom Rabash. Es gibt keinen, der so heilig wie der Ewige. Ach, das bedeutet, dass die Form der Mutter die Basis ist und mit dieser Form wird der Mensch geboren. Dies wird die Form seiner Mutter genannt. Danach, wenn ein Mensch die Arbeit beginnt und auf dem Weg des Gebens gehen will, beginnt er mit der ersten Stufe der Kedusha. Es ist bekannt, dass es drei Unterscheidungen gibt. Erstens Ibur, zweitens Yenikan und drittens Mohin genannt werden. Die Form des Embryos innerhalb der Form der Mutter. Das heißt, dass die Form der Mutter ist die Basis. Und mit der Form wird der Mensch geboren. Dies wird die Form seiner Mutter genannt. Danach, wenn ein Mensch die Arbeit beginnt und auf dem Weg des Gebens gehen will, beginnt er mit der ersten Stufe der Kedusha. Es ist bekannt, dass es drei Unterscheidungen gibt. Erstens Ibur, zwei Yenika und drei Mohin genannt werden. Gut, da haben wir an dieser Stelle noch nichts. In diesem Artikel haben wir nicht viel zu machen. Dieser Teil wurde dann auch genommen, aber gehört doch nicht so ganz zu uns. Bitte weiterlesen. Nummer 39 bei Baal HaSulam. Die Bedeutung von Empfängnis und Geburt. Während der Schwangerschaft ist der Fötus wie eine Pflanze. Seine Bewegungen werden nicht als Bewegungen des Lebens angesehen, da die Bewegungen von seiner Mutter ausgeführt werden, von der der Fötus ein Teil ist. Seine Umgebung wird Bauch genannt und die Mutter ist die Grenze der Umgebung, die auf ihn geworfen wird. Und er ist, was seine Mutter ist und so weiter. Und die Geburt beginnt mit dem Kopf. Ich hoffe. Nochmals bitte. Nochmal, Nummer 39. Während der Schwangerschaft ist der Fötus wie eine Pflanze. Seine Bewegungen werden nicht als Bewegungen des Lebens angesehen, da die Bewegungen von seiner Mutter ausgeführt werden, von der der Fötus ein Teil ist. Seine Umgebung wird Bauch genannt. Und die Mutter ist die Grenze der Umgebung, die auf ihn geworfen wird. Und er ist, was seine Mutter ist, und so weiter. Und die Geburt beginnt mit dem Kopf. Ja, das bedeutet, der Fötus existiert in seiner Mama und seine Grenzen sind seine ganze Welt. Und nachdem er die Eigenschaft des Gebens erworben hat, und er kann irgendwie existieren, dann kommt er raus aus diesen Einschränkungen seiner Mutter, Leute von dem Hören und beginnt mehr zu wachsen. Und das passiert nach der Geburt. Nummer 40, bitte. Nummer 40, bei Rabash. Er muss 9 Monate der Schwangerschaft durchlaufen, durch die er Kraft erwerbt, die Wunsch zu geben genannt wird. Wenn er sieht, dass etwas das Verlangen zu geben stört, dass er die Kraft ist, abzuwehren, und dann heißt er, liefert ein männliches Kind.
Das heißt, sobald er den Prozess der Monate der Schwangerschaft durchlaufen hat und nicht mitten in der Arbeit, das heißt, sobald er die Arbeit beginnt, will er die Kraft des Gebens sehen, die er erlangt hat. Andernfalls ist er zornig und sagt, ich habe die Arbeit der Aussaat bereits begonnen, so dass wo sind die Früchte, die ich erhalten sollte? Rabbi Yossi erklärt dazu, eine Frau hat von dem Tag an, an dem sie schwanger wird, bis zu dem Tag, an dem sie entbindet, kein anderes Wort in ihrem Mund, als ob ihr Kind ein männliches sein wird. Das bedeutet, dass sie, obwohl sie nicht entbunden hat, nicht warten kann und sofort entbinden will. Es ist, als ob es eine Rechtschaffenheit wäre, dass wir so ungeduldig werden. Obwohl wir quasi gar nicht bereit sind und dafür reif sind, aber wir wollen trotzdem geboren werden und rauskommen. Es gibt so etwas in der spirituellen Fötus und dem materiellen Fötus. Da sehen wir auch nach den das können wir aber auf dem Bauch der Mutter sehen, ja, dass wie Ubar, dass sich dort bewegt und will auch schon rauskommen. Wir werden über diese Kräfte noch sprechen. Aber jetzt müssen wir noch in Ibur in die kommen und die Empfängnis. Wir müssen uns mit dem ein Teil von dem komplett von dem Hören werden. Punkt Nummer 41. 41 Bairabash. Wir sollten Ubar aus dem Wort Over interpretieren, was der erste Zustand ist. Wenn er vom Gebrauch der Gefäße des Empfanges in die Stufe der Kedusha übergeht, wo er nur Kelim benutzt, die auf das Gebens abzielen können. Ansonsten werden die Kelim nicht benutzt. Wiederholung Punkt 41. Das wird als Ubar bezeichnet. Schaut mal, wie einfach ist die Überschrift ist. Wir sollten Ubar aus dem Wort Over interpretieren, was der erste Zustand ist, wenn er vom Gebrauch der Gefäße des Empfanges in die Stufe der Kedusha übergeht, wo er nur Kelim benutzt, die auf das Geben abzielen können. Ansonsten werden die Kelim nicht benutzt. Das ist der erste Zustand, den wir erreichen müssen. Und nach diesem ersten Zustand werden wir über die restlichen Zustände sprechen. Also Ubar kommt aus dem Wort Over, übergehen. Das ist der erste Zustand, in dem er übergeht von den Gefäßen des Empfangens in die Eigenschaft der Heiligkeit, wo nur die Gefäße, die auf die Eigenschaft des Gebens gerichtet werden können. Also der Wunsch zu empfangen ändert es nicht, aber ich füge noch die Absicht der richtigen Nutzung hinzu von diesem Verlangen. Ansonsten nutzen wir die Gefäße nicht. Die Gefäße verbleiben die Gefäße des Empfangens. Ja, Michael, bitte. Das ist nicht klar. In der Empfängnis nutzen wir die Gefäße des Gebens, oder? Verstehe nicht ganz, was du fragst. Wir sprechen darüber, dass wir in die spirituelle Welt eintreten wollen. Die spirituelle Welt ist komplett die Eigenschaft des Gebens, die Eigenschaft des Schöpfers. Aber für uns ist es einfach nach diversen Stufen eingeteilt. Und der Eintritt in die erste spirituelle Stufe beinhaltet darin, dass du dein Verlangen zu empfangen hinterlässt und nutzt die Eigenschaft des Gebens. Danach äußern sich, da kommen noch diverse Störungen auch in Frage und es wird immer diverse Sachen als Nahrung oder als Müll betrachtet. Wir werden noch lernen, wie wir Sachen richtig aussortieren und richtig aufwachsen können, heranwachsen können. Aber die erste Bedienung, der erste Eintritt in die spirituelle Welt ist der erste Kontakt mit dem Schöpfer, wenn ich den ersten Kontakt mit dem Hören habe.
Das heißt, die Gefäße vorzuziehen, mit denen ich geben kann, ist das die Handlung? Ich möchte nur in diesen Gefäßen existieren, also dass ich bevorzuge. Ich möchte in mir nichts anderes einfach leiden, was nicht der Eigenschaft des Gebens gehört. Das brennt in mir, weil jetzt beginne ich erst zu erkennen, was die Eigenschaft des Gebens bedeutet, wem zu geben, was zu geben, wie zu geben, wie ich dann dagegen im Empfangen existiere, wie ich da dazwischen auch trennen kann. Ja? Also materielle oder spirituelle Stufe, ja oder nein. Weiter. Ist es wichtig zu sagen, genau was nicht oder was ja? Wo ist die Klärung, die wir machen können? Die Klärung muss nun ausschließlich in meiner inneren spirituellen Welt. Ich kann unter Millionen vielen Menschen sein. Keiner von ihnen muss wissen, was in mir drin passiert. Das ist meine Arbeit, das ist meine Seele und ich werde diese korrigieren. Und dann verbinde ich mich mit ein paar Menschen und mit diesen zusammen, wenn der Mensch helfe durch Mensch helfe seinen Freund, kommen wir weiter. Wie? Dass wir durch dann diesen Begriff des Gebens, Spiritualität, trennen wir uns von der äußeren Welt, wir beginnen uns unter uns mehr und mehr und dann stufenweise allmählich kommen wir zum Zustand, in dem sowohl meine innere Verbindung mit ihnen als auch meine Verbindung mit dem Schöpfer, darin sehe ich, dass diese beiden Unterscheidungen, diese beiden Sachen kommen auch zusammen. Wenn ich meine Gruppe nicht mehr als Menschen darstelle, in Körpern, sondern ich schaue sie nach ihrem inneren spirituellen Potenzial, nach ihrer Neigung, nach Spiritualität. Und so verbinde ich mich mit ihnen mehr und mehr. Und durch die Form des Gebens, die ich dann sie gegenüber erreiche, beginne ich an dieser Stelle zu offenbaren, auch meinen Bezug zum Schöpfer, die Kraft des Schöpfers, inwiefern er mir dabei auch hilft und so weiter. Und so muss jeder dann versuchen zu offenbaren. Aber das ist der Eintritt in die Spiritualität. Und ist besonders in unserer Zeit, wenn wir in der letzten Generation jetzt leben. Es gab Zeiten, in denen es ein oder zwei Kabbalisten in Generationen gab und sie haben sich miteinander verbunden. Es gab Menschen, die lebten in Hüllen, um sich von den Menschen zu distanzieren. Und sie fanden keine Kabbalisten in ihrer Generation. Also es gab unterschiedliche Zeiten. Es gibt noch diverse andere spirituelle Methoden außer der Weisheit der Kabbalah. Die sind etwas niedriger. Aber trotzdem, wie es geschrieben steht, es führen viele Wege zum selben Ort. Als Ort wird der Schöpfer gemeint. Wir gehen nach der Methode von Rabash und Baal HaSulam. Aber wenn du Menschen fragst, dann werden sie dir noch tausende diverse andere Wege nennen. Moskau 1. Доброе утро, Раф. Можно так сказать, что голова должна находиться в ожидании получить от Творца, а то, что я уже получаю, сразу... Guten Morgen, Raff. Können Sie uns sagen, ist es möglich, dass der Kopf soll erwarten, von Schöpfer zu empfangen? Das heißt, wenn ich das bekomme, mein Fokus irgendwie wird dann verändert, oder? Ich kann dir leider keine Antwort geben, ich verstehe dich nicht ganz. Ich will keine Beispiele nehmen, so wie Rabash und Baal HaSulam und sagt, kannst du in den gleichen Wörtern das äußern, dann damit das allen klar wird. Denke darüber nach. Bringe ein Beispiel, das näher steht zu der Weisheit der Kabbalah.
получила Творца, то, что вы говорите уже, как бы то, что спустилось, снизошло. Wenn ich erwarte, was der Schöpfer mir geben soll, heißt das, dass ich von ihm empfange, dass es von oben kommt und sofort wird mein Fokus verändert. Ich erwarte das nächste Sache von oben. Ich verstehe nicht dein Bild, das du mir hier zeichnest, und du solltest auch darüber nachdenken, welche Form du sprichst. Nutze bitte das, was wir sagen, wie wir sprechen, und bring uns keine Äußerung aus deiner Welt, dann du aus deinem Leben verstehst. Bring uns ein richtiges Beispiel, so wie wir nutzen. Ubar, Mute, etwas daraus. Aber ein Rennfahrer, ich verstehe nicht, was du meinst. Es kann sein, dass es dann aus deinem Leben ist, aber es ist nicht etwas, was wir dann wahrnehmen können. Außerdem, du sprichst und ich höre was anderes. Was passiert damit mit dem Sound? Entweder mit dem Sound oder mit dem Bild. Gut, wir gehen weiter. Unity 2. Kann ich etwas fragen über den Artikel von Rabash? Ich verstehe, was die uns geben sollen. Ich lese die Artikel und ich sehe immer mehr Kritizismus und mehr entgegengesetzte Sachen gegenüber dem Zehner. Ich verstehe nicht, wie soll ich diese Artikel nutzen? Lies diese weiter. Ich spreche über die Artikel von Rabash über den Zehner. Lies die weiter und weiter, bis du dann beginnst zu offenbaren, wovon sie sprechen. Wenn du nichts verstehst und sogar eine Abstoßung bekommst, dann ist es ein gutes Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Weil die ersten Etappen in der Korrektur der Seele, das bedeutet, dass du die spirituellen Sachen nicht leiden kannst. Du fühlst eine Abstoßung von diesen. Und das ist dann die richtige Form von deiner Beziehung zur Spiritualität. Weil Spiritualität dich abstoßen muss, das bedeutet das. Dort ist die Rede von der Eigenschaft des Gebens. Wer bist du? Verständlich? Das ist nicht so ganz klar, wie soll man sich gegenüber dem Zehner verhalten. Mein Lieber, ich habe schon tausende Mal darüber gesprochen. Ich werde das nicht nochmal wiederholen. Schau mal im Archiv, was wir darüber gesagt haben, und lerne von dort. Kap Yu, bitte. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Weltkli. Die Frage von meinem Freund aus dem Zehner. Um nicht Fehlgeburt zu haben, worauf sollen wir uns während diesen 9 Monaten der Schwangerschaft fokussieren? Durch die Anhaftung, durch den Zehner an den Schöpfer. Das ist die einzige richtige Richtung unserer Entwicklung. Tel Aviv 3. Tel Aviv 3. Letzten Auszug. Wie kann es möglich sein, dass Embryo bekommt ein Volumen, aber es ist trotzdem ein Übergang dort passiert? Obar bekommt Gewicht und Volumen, dadurch, dass er sich von seiner Mutter bekommt, das, was sie ihm gibt, und auch die Kräfte des Gebens bekommt er von der Mutter durch die Annullierung, und dadurch wächst er. Dadurch wächst, nicht nur, dass er wächst, sondern er bekommt die Form eines Obars, eines Fötus. Sichron Jakob. Gruppe Sichron. Guten Morgen, Rav.
Können Sie uns den Zustand vom Embryo in der Mutterleib erklären, als den Zustand von der ersten Einschränkung, zweiten Einschränkung, Schirm und... Sei nicht so ein Schlaumeier. Lerne und tue das, was wir dann überall lernen. Ich empfehle dir, ich sage dir nicht, lerne das aus Talmud der Zensferot. Dort wirst du dich ganz verwirrt fühlen, sondern... Sei verbunden durch den Zähne an den Schöpfer. Das ist richtig auf den ganzen Weg bis zum Gmatikon. In Zimtzum Alef, worauf Zimtzum? Ja? Verlangen zu empfangen. Wo ist dein Wunsch zu empfangen? Ist in welcher Form ja, in welcher Form nein? Du kannst trotzdem nicht richtig unterscheiden. Die Begriffe von Talmud Esras Ferot können für dich nicht als Anweisung dienen, weil du diese nicht in deinem Inneren offenbarst. Und deswegen eile ich mich jetzt nicht, Talmud Esras Ferot so permanent zu studieren, weil wir von dort keine richtigen Anweisungen bekommen. Ich habe sogar Angst, dass ihr euch verwirrt fühlt. In Ordnung. Gut. Na, dann Kiew. Пишет в статье, что используем только килим с намерением радиодачи, а иначе не используем. И вы сказали, что должно Der schreibt hier in dem Artikel, dass wir nur die Gefäße nutzen mit der Absicht des Gebens, sonst nutzen wir die nicht. Das etwas stoßt mich ab hier. Ich habe niedergeschrieben, dass ich kann das nicht verstehen. Wie kann man diesen Zustand so erlangen, dass man, was man nichts empfängt? Ich bin bereit zu empfangen alles, was in mir Verlangen zu geben wachsen lässt. Deswegen sehne ich mich danach und dieses Verlangen zu empfangen, erweckt in mir aus verschiedenen Quellen. Ich versuche, die von mir abzustoßen. Ich möchte nur verstehen, was ist die Form vom Embryo? Wieso nutzen wir die Form von einem allgemeinen Kreis, von dem gesamten Gefäß von Ein Sof? Vielmehr, in der Frau, in dieser begrenzten Form der Binah, kann man sagen, fangen wir an zu wachsen in einer begrenzten Form des Embryo. Und in dieser Form entwickeln wir uns. In Ordnung? Beides, weiblich und männlich entwickeln sich. Weiblich, um diese Geburt zu den männlichen Wesen weiterzugeben und männlich, um die Korrektur zu unternehmen. Und die weibliche fangen an, schwanger zu werden und Geburt des männlichen Teils weiterzugeben. So entwickelt man sich in Richtung Korrektur. Aber wir entwickeln uns unter Begrenzungen in den Formen, die sich dem Hören ähneln wollen. Wir verstehen noch nicht, was Kopf, Körper, Beine und alles soll in uns passieren. Und das heißt, sich an den Schöpfer sich anzugleichen oder dass wir unsere Verlangen nehmen, die in dieser Beziehung sind zwischen sich und dann diese werden zum Form des Schöpfers. Was heißt diese Form des Schöpfers in uns? Materielle Form oder eine innere spirituelle Form? Wieso soll es diese Art der Beziehung sein zwischen den Kräften des Empfangens und des Gebens und diese Grenzen und Abgrenzungen geben uns die Form vom Adam, die dem Schöpfer ähnlich ist. Man sieht hier, das ist sehr komplexe Materie, das ist nicht einfach. Deswegen, wieso sollen wir es spezifisch durch diese Transformationen, Übergänge, wir nicht so richtig verstehen, diese Art und Weise, diese andere Art und Weise, oben oder unten. Folglich, was formatiert wird in uns, erbaut in uns, was
auftaucht in uns, ist die Form, die dem Schöpfer ähnlich ist. Und wenn die sich entwickelt, das sieht für uns nicht als vollständig aus, nicht schön. Das heißt, es gibt keine Geschöpfe, die schrecklicher sind, als die Menschen sind in der Welt. Und so wie der Mensch ist, ist er dann möglich, dass er den anderen Schäden zufügt. Okay, wir haben noch eine halbe Stunde übrig. Normalerweise gehen wir weiter zu dem Artikel der Frieden, oder? Frieden in der Welt. Okay, wie viel haben wir noch übrig in dem Artikel? Weißt du nicht? Wo sind wir? Wer hat sich erinnert, wo sind wir? Wir sind gerade in der Überschrift Lebensbedingungen der letzten Generation. Das ist noch eine Seite, die wir lesen müssen. Noch eine Seite zu lesen? Okay, ja, lass uns mal lesen dann. Noch ein Lied davor? Natürlich. I know one, one is the earth we all live on. One is the earth that we all live on. Who knows what? I know one, one is a pulse like the beat of a drum. One is a pulse like the beat of a drum. Who knows what? I know one, one is the game that we've already won. One is the game that we've already won. There's a special place in my heart. Shines from above, guided by a force that shines from above. Who knows what? I know one. One is the love that connects everyone. One is the love that connects everyone. Who knows what? I know one. One voice, one cry, one light, one song. One voice, one cry, one light, one song. There's a special place. For us,
eternal love. Oh, מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד 467 מאמר השלום. Wir lesen aus den Schriften von Baal HaSulam, Artikel Frieden der Welt. Unterschrift Lebensbedingungen der letzten Generation. Ja, lass uns mal lesen. Die Frage, wieso lesen wir diese Artikel? Die geben uns eigentlich die Sicht und die Vorstellung, die wir erlangen sollen, nicht nur wir im Zehner und zwischen den Zehnern, aber in der ganzen Welt, in der Menschheit. Wenn wir bereits in dem Zustand, wo wir sehen, dass jeder durch diesen allgemeinen Prozess geht, durch diese Coronavirus, durch alle anderen Probleme, die wir erkennen. Und wir wissen, alles, was war, wird wieder kommen und wird sich fortsetzen, bis die Natur, die in der Gematria Elohim und Gott es uns druckt, in all diese Richtungen, um uns zu helfen, zur Empfängnis zu kommen, worüber wir geredet haben, denn die ganze Menschheit, nicht nur auf der Stufe, wo wir jetzt sind, wir sollen mit unseren Entscheidungen, unseren Verlangen, unseren, dass wir Kopf von diesen Samen werden und dass wir zur Empfängnis die Menschheit bringen. So werden wir uns entwickeln. Deswegen lesen wir diesen Artikel, die Lebensbedingungen der letzten Generation. Das wird alles zwischen uns enthüllt, das, was wir lesen. Bitte, Michael. Wie der Artikel Frieden in der Welt und Lebensbedingungen der letzten Generation. Zuallererst sollte jeder gut verstehen und seiner nächsten Umgebung erklären, dass der Frieden in der Gesellschaft, also der Frieden im Stadt und der Frieden auf dem Planeten vollkommen voneinander abhängig sind. Und solange die Gesetze der Gesellschaft nicht alle zufriedenstellen und eine Minderheit bleibt, die mit der Lenkung des Staates unzufrieden ist, tritt sie aus der Macht des Staates aus und fordert nach einem Regierungswechsel. Und wenn diese Minderheit nicht über genügend Kraft für einen offenen Kampf für die Stadtgewalt verfügt, das heißt, es gibt keine Wahl hier. Wir leben in der Realität, die ist vollkommen rund. Wir sind abhängig voneinander. Wir können uns die Erde nicht aufteilen. Und wenn wir den Endzustand erlangen, die Korrektion soll in jedem sein. Deswegen dieser Frieden soll Kontrolle übernehmen über die ganze Welt, über jeden, dann wird es keinen Unterschied zwischen den Menschen geben oder verschiedenen Teilen oder Gruppen, nichts mehr. Wir treten ein in den Gesetz der Natur, dass nicht eine UN oder irgendwelche Parteien oder einer, der die Ordnung bestimmt, wie wir leben, aber der Schöpfer enthüllt seine Natur. Die Natur des Gebens, den Frieden und Ganzheit für die alle. Und dann werden wir bei unseren Kräften, unseren Verlangen
eintreten in die, diese Existenz. Das ist die Voraussetzung und Lebensbedingung der letzten Generation. Letzte heißt, danach wird es keine Entwicklung mehr geben, nur eine Richtung, das Gesetz der letzten Generation, die Verbindung, bis die Liebe sich in der ganzen Welt entwickelt. Und ich hoffe, dass wir mit euch, wir werden sehen, Anfang dieser Entwicklung in uns und auch in dieser Welt, weil wir haben keine andere Wahl. So wie es geschrieben steht. Erstmal bei der Kraft, bei dem Druck und dann bei dem Verlangen. Bitte weiter. Und zum Beispiel, und wenn diese Minderheit nicht über genügend Kraft für einen offenen Kampf mit der Staatsgewalt verfügt und von Angesicht zu Angesicht so existiert, ein Umweg, um sie zu stören, zum Beispiel zwei Mächte aufeinander stoßen zu lassen, sie zu einem Krieg zu führen. Und da es vollkommen natürlich ist, dass es während eines Kriegs ein Unzufrieden zunehmen wird und sie dann eine Hoffnung haben werden, die entscheidende Mehrheit zu einem Regierungswechsel zu erreichen und eine neue, für sie bequeme Regierung zu organisieren. Und so ist der Frieden für das Individuum der Faktor, der auf direkte Weise den Frieden im Staat beeinflusst. Das heißt, wenn wir sehen, wie die Teile verlassen, die Länder, die sind nicht glücklich mit den Regierungen und sicherlich werden die versuchen, die Kraft zu vergrößern und die Nummer zu einem bestimmten Punkt und dass sie versuchen, die Regierung zu stürzen. Und wir sehen durch die Geschichte, dass immer wieder passiert. Das ist die menschliche Geschichte halt. Wenn wir außerdem jeden ständig vorhandenen Teil der Gesellschaft in Betracht ziehen, für welchen der Krieg, der Beruf und eine Hoffnung auf Fortschritt auf der Karriereleiter ist, das heißt die Berufssoldaten und Rüstungsspezialisten, welche die gewichtige Minderheit in der Gesellschaft darstellen und zu ihnen jede Minderheit hinzufügen, das heißt, die haben Kräfte, die sind organisiert, die gehören zu der Armee. Und wenn wir zu ihnen jene Minderheit hinzufügen, die mit existierenden Gesetzen unzufrieden ist, dann werden wir eine stets vorhandene, überwiegende Mehrheit erhalten, die Kriege und Blutvergießen anstrebt. Ja, du schaust auf mich. Was möchte der hier sagen? Dass immer in jedem Land gibt es Menschen, die glücklich sind und unglücklich sind. Und mehr oder weniger von einem zu den anderen. Deswegen sagt er, das kann nicht sein, dass Frieden in einem bestimmten Land oder in der Welt existieren wird, bis wir nicht diese Probleme lösen. Dass wir alle zufrieden sein werden, weil Verlangen ist die Basis der Schöpfung. Das Verlangen muss fühlen, dass das vollkommen erfüllt ist und zufrieden ist. Das ist die Voraussetzung der letzten Generation. Wie können wir die volle Zufriedenheit in der Generation erlangen? Ja, weiter bitte. Und da der Frieden auf dem Planeten und der Frieden in einem einzelnen Staat voneinander abhängig sind, so bekümmert sogar denjenigen Teil der Staatsbürger, die im Moment mit der existierenden Lage zufrieden sind, das heißt die Klugen und die Unternehmerischen, dennoch ernsthaft die Sicherheit des Eigenlebens infolge der Anspannung, die von den Zerstörern ausgeht, die sich unter ihnen befinden. Und wenn man also den Wert des Friedens verstehen würde, wäre man sicher froh, die Lebensweise der letzten Generation zu übernehmen. Denn was würde man nicht für die Rettung der Seele hingeben? Das heißt, die Menschen verstehen nicht, soweit die Gesellschaft gebaut und gebildet wird, wo die sich befinden, die gibt uns nie Ruhe.
Wir werden immer durch all diese Wandlungen durchgehen und Transitionen. Das wird nie Frieden geben. Deswegen, wir können nicht die Zufriedenheit der Verlangen erreichen von jedem. Nur wenn wir das Verlangen des Gebens erlangen werden, but in dem Willen zu empfangen, werden wir immer im Kampf sein. Und so viel die Gesellschaft entwickelt wird, wird sie mehr aufgeteilt auf die Parteien, Teile, Gruppen, und die werden nie in Ruhe sein im Leben. Nord 2. Warum haben wir das in unserer Natur, diese Neigung nach dem Krieg? Weil wir sind in dem Willen zu empfangen, und unsere Natur ist der Wille zu empfangen, und Verlangen möchte sich fühlen, das, was es möchte, und weil es ständig ein Mangel existiert. Wir sollen einen Zustand erlangen, wo wir unsere Verlangen fühlen, und wir haben keine andere Wahl. Wir werden nicht zur Ruhe kommen, bis wir nicht unsere Verlangen erfüllen, und der mehr dann erfüllt wird, wird der größer sein. Ja. 19. Heute Morgen, er liest jetzt irgendwo einen Abschnitt. Das ist ein Paradox. Was verstehen die Leute? Sie verstehen nichts. Wir sehen ja, dass da nichts passiert, dass keiner was versteht. Was machen wir denn? Du kannst die Gesetze der Natur nicht ändern. Du sollst nur lernen, wie diese Gesetze auf korrekte Art und Weise genutzt werden. Und wenn die Gesetze der Natur ändern möchten, das ist wie mit Kommunismus, Marxismus und alle diese Sozialisten und all die, die angezogen waren zu irgendeiner sozialistischen Ruhe und all das sind alle Konzepte der linken Seite. Wenn die das verstanden haben, wie sie das erlangen möchten, aber nur wenn man die Gesetze der Natur einhaltet. Ohne der Gesetze der Natur geht es nicht. Man kann nicht etwas Künstliches hier machen. Man kann nichts Künstliches aufbauen. Lass uns mal verbinden, gemeinsam. Und nah sein, lass uns mal Freunde sein. Man kann das nicht machen. Du kannst das nicht machen. Das sind all die... All die Menschen, die nicht realistisch sind, die denken, dass sie zusammensitzen können, arbeiten und leben in einem Land mit Grenzen und dies und jenes. Wenn das nicht explodiert heute, wird es morgen irgendwie explodieren, und das muss eine Korrektur vom Inneren sein. Nicht, dass du die Grenzen von draußen machst und dann sagst du, ja, das wird alles gut sein, und all diese Parteien, die das versucht haben zu tun. Deswegen verstehe ich, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dann durch Gewalt und nachher durch den eigenen Wunsch. Was ist dann die Erwartung? Ich sagte ja, die Erwartung ist eine Sache, dass wir verstehen, dass alles hängt von der Änderung des Mannes ab. Den Menschen zu ändern, das ist das Wichtigste. Du sollst aktivieren das Geben in den Leuten durch Bildung und durch stufenweise, das ist nicht einfach, stufenweise dadurch, so wie du siehst, wie das mit uns passiert. Es gibt Menschen, die das offensichtlich möchten, aber deren Natur lässt ihn nicht machen. Und wenn du fragst, jeden von denen hier, die mit uns in der Lektion sind, jeder
möchte, dass es passiert. Ich möchte der Geber sein. Ich möchte unter der Kraft des Gebens sein. Ich bin bereit, alles zu tun. Jeder wird das sagen, aber sind alle in der Lage, das zu tun? Du sollst durch viele, viele Zustände durchgehen, bis das höhere Licht gibt, einmal wieder, und dann werden wir näher sein aneinander. Aber das ist ein Prozess, den wir alle durchgehen. Ja, aber dieser Prozess soll in der ganzen Welt sich oder ablaufen, weil wir sind das Wesen des Egos. Wir sind Konzentration des Egoismus. Wir sind die Schlimmsten. Und wir brauchen jeden zu helfen. Ich wollte noch fragen, Bala Sulam klingt hier nicht so optimistisch. Sie als Schüler von Rabash, sind Sie optimistisch zu dieser Zeit? Ich bin nicht optimistisch, weil ich dies sehe. Ich sehe die Kraft der Natur, die in der Menschheit arbeitet. Ich bin optimistisch, weil ich sehe, dass der Schöpfer angefangen hat, mit uns zu arbeiten, mit der Menschheit auf ernste Art und Weise. Aber jetzt gibt es mehr Probleme, mehr Schwierigkeiten. Ja, was kannst du noch tun? Und nicht Probleme gegen uns, sondern gegen dem Ego, mehr präzise. Und deswegen bin ich mir sicher, wir werden voranschreiten. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir müssen auf der anderen Seite arbeiten mit der Erklärungen an die Menschheit. Mit Gottes Hilfe. Vielen Dank. Ja, wenn du sagst, mit der Gottes Hilfe, dann werden wir sicherlich Erfolg haben. Tel Aviv Nummer 3. Raff, diese Kraft, diese Macht, Auseinandersetzungen, also diese leitet auch der Schöpfer? Natürlich, wer sonst? Weil das klingt, dass es die Gesetze des Wunsches zu empfangen. Und der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb erschaffen und die Schöpfung geht immer noch und ändert sich und der lehrt uns und korrigiert uns durch diese Schläge und das macht er, ja. Zu welchem Ziel? Weil das zieht sich schon seit tausenden von Jahren. Zu welchem Ziel? Für die Erkenntnis des Bösen, bis die Menschen nicht die wahre Erkenntnis des Bösen erlangen. Yes, Michael? Was sind die Eigenschaften von der letzten Generation? Dass es mehr Gruppen gegen andere Gruppen gibt oder Städte gegen andere Städte oder dass der Mensch kommt, einfach wird schon gesättigt von dem Wunsch zu empfangen? Es gibt viele Details hier. Vor allem die letzte Generation ist, weil der Plan der ganzen Schöpfung hat einen Zustand erlangt, dass der Zustand dieser Welt erkannt werden soll. Spiritualität sieht die Zukunft. Für ihn, die Zukunft wird in der spirituellen Stufen erlangt, aber derjenige, der in der materiellen ist, ist der materiellen. Und über den Wolken ist über den Wolken. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wir erreichen den Zustand, wo der Schöpfer möchte, dass der immer nach unten zur Erde kommen möchte, zu den Menschen dieser Welt. Und dieses Prozess, näher zu kommen von seiner Seite, ist sehr gefährlich, weil die Kraft des Gebens ist gegen die Kraft des Empfanges und wir werden uns fühlen, als würden wir explodieren von Inneren und nach Außen. Und das ist wie Plus und Minus, die einander kommen und die machen wie einen Kurzschluss. Und dadurch werden wir bestimmen, was Baal HaSulam sah von dem Endpunkt, dass die letzte Generation, die diese Periode eintritt, nennt sich halt letzte Generation. Okay, Michael?
Genau, wir lesen weiter. Unterschrift Leiden verglichen mit Genüssen beim Empfangen für sich. Und wenn wir hinschauen und den erwähnten Plan gut nachforschen würden, dann würden wir sehen, dass die ganze Schwierigkeit in der Notwendigkeit der Veränderung unserer Natur besteht, vom Willen für sich zu empfangen, zum Willen dem Nächsten zu geben. Weil das eine dem anderen widerspricht. Nochmals, wenn wir hinschauen und den erwähnten Plan gut nachforschen würden, dann würden wir sehen, dass die ganze Schwierigkeit in der Notwendigkeit der Veränderung unserer Natur besteht, vom Willen für sich zu empfangen, zum Willen dem Nächsten zu geben, weil das eine dem anderen widerspricht. Doch auf den ersten Blick scheint der Plan der Fantasie entsprungen, da es über der Natur des Menschen steht. Doch wenn wir es gut nachforschen werden, dann werden wir verstehen, dass der ganze Widerspruch zwischen dem Empfangen für sich und dem Geben an den Nächsten nicht mehr als eine als einfache Psychologie ist, da wir in der Praxis durch unsere Handlungen dem Nächsten geben, ohne irgendeinen Vorteil für sich zu ziehen. Ja, wir arbeiten und empfangen und das ist so wie eine Lüge, die wir vor unseren Augen sehen, was passiert. Offensichtlich, ich bekomme und ich gebe und das ist alles durch meinen Nutzen oder gegen meinen Nutzen. Wie gehen wir damit zusammen? Es gibt viele Menschen, die denken, dass wir das durch die Bildung erreichen können. Wir können diese Masse der Menschen nehmen und dass wir die durch sozialistische Texte durchjagen. Dann denken die, dass wir den Zustand erlangen können, wo jeder die anderen lieben möchte und sich verbinden möchte. Und wir werden diese Sachen, wie der Marx sagte, wir wollen nichts mehr besitzen wollen und anders wird es sein. Das wird immer mehr und mehr Probleme bringen. Und dann, welche Erziehung benötigen wir tatsächlich? Die Bildung, wie die Weisheit der Kabbala sagt, das Licht, was korrigiert, uns lehrt. Nicht wie ein Mensch, der steht und schreit auf von Knesset oder UN oder Parteien, dass die denken, was wir tun sollen. Wir brauchen das Licht, was korrigiert, was uns auf diese Weise erschaffen hat und weiß auch, uns zu dem Gleichgewicht zu bringen, vom Empfangen zu verlangen zu empfangen, die Absicht zu erreichen, um zu geben, um für alle, nicht, dass 1% geändert wird, sondern alle von uns stufenweise auf die ausgeglichene Art und Weise ändern uns. Was ist dieser Teil, das Licht, welches Quelle zurückführt zu einfachen Menschen? Was muss ein einfacher Mensch daraus verstehen? Der wird fühlen und verstehen in seinem Herzen und Verstand, wie das gemacht werden soll, so wie wir das auch tun. Sogar die Tiere, die lernen, sondern die Bäume lernen auch. Auch auf der unbewegten Stufe kannst du beobachten. Wir können sogar messen, dass unbewegte Stufe lernt, sondern die Steine und Pflanzen haben wir entdeckt, dass eine Pflanze kann spüren, ob eine gute Person zu ihr kommt oder nicht. Wir sollen einfach den Menschen das erklären, die zu erwecken für die Veränderung. Und was ist der Vorteil davon, wenn mir einer von UN oder vom Fernseher sagt und einer, der mir erzählt, über das Licht, welches gerade zurückführt? Die nutzen verschiedene Kräfte. UN, die möchten geben aus deren eigenen Kraft, ob die verbunden sind oder nicht. Was Kräfte geben die weiter? Mit welcher Kraft wollen die Natur ändern?
Erstmal sollen wir bestimmen, dass wir alle Egoisten sind und jeder möchte die anderen ausnutzen. Jetzt die Frage, die sich stellt, wie ändern wir uns von dem Willen zu empfangen? Das heißt, dass wir die andere kontrollieren wollen, verschlucken wollen, zu dem Verlangen zum Geben, dass wir allen Gutes tun möchten. Ja, es ist unverständlich. Was ist dann die Änderung? Ich möchte mich ändern. Was ist die Änderung zwischen dieser einen Person? Du änderst dich nur das, durch das Licht, was der Schöpfer erschaffen hat. Das Licht kann den Willen zu empfangen ändern, zur Absicht zum Geben. Warum das Licht wirkt nicht auf mich, wenn mein Verlangen zu ändern da ist? Das Licht arbeitet nicht, soll durch die Menschen wie durchgehen, wie eine Kette. Das ist wie ein System. Wir sind alle beinhaltet in diesem System, was sich Adam nennt. Wir sollen uns den Schöpfer annähern. Der Adam heißt Domä ähnlich. Das soll alles durch diese Schichten durchgehen, durch diese Schichten, die verbunden sind, und zu dir zu kommen und dich zu korrigieren, dass du auch sich anschließt und diesen, an diesen korrekten Teil, an dem System vom Adam. Dann keiner außer Kabbalisten kann das tun und erklären und das klären für alle anderen. Keiner kann das tun und deswegen alles hängt von dem ab, die in der Erlangung und in der Richtung vom Yashar Kel. Also die Kultur kann nur durch uns stattfinden in der Welt. Ja, ja. Und das wird alles passieren, ja. Der nächste oder weiter. Wir lesen weiter. Ja, ja, bitte. Das Empfangen für sich wird, obwohl wir es uns in unterschiedlichen Formen vorstellen, solche wie der Besitz von Eigentum und alles, was Lust für das Auge, die Augen und den Magen ist, mit einem einzigen Wort definiert: Genuss. Sodass das Wesen des Empfangens für sich, nach welchem der Mensch strebt, nicht anderes als der Wunsch ist, Genuss zu empfangen. Und nun stellt euch vor, wenn man einerseits alle Genüsse sammeln würde, welche der Mensch im Verlauf der 70 Jahre seines Lebens bekommt, und andererseits alle Bitterkeit und Leiden, die er trägt, wenn solch eine Schlussfolgerung vor seinen Augen stehen würde, würde er bevorzugen, gar nicht geboren zu werden. Das heißt, wenn alles klar ist, Leiden im Vergleich zu dem Nutzen, offensichtlich wählen wir Nutzen, und, obwohl unsere Natur zu ändern, um zu geben. Obwohl, wenn das, wenn wir nah aneinander sind und sich sorgen umeinander, wir sind damit einverstanden. Und wieso? Weil es gibt keine andere Wahl. Wir sehen in Bezug auf das allgemeine Bild so viel, wie die Menschheit leidet und wird leidet, wenn die nicht damit einverstanden sind. Das heißt, alles hängt nur von unserer Verbreitung ab, von unserem System, in dem wir die versuchen zu überzeugen. Lass uns mal hoffen, dass wir in der Lage sein werden, dieses zu erreichen. Und wenn dem so ist, was gewinnt der Mensch in unserer Welt, wenn er, sagen wir, im Verlauf seines Lebens 20% an Genuss gegenüber 80% an Leiden erzielt? Denn wenn man das eine mit dem anderen vergleicht, dann bleiben 60% an Leiden ohne jegliche Entschädigung. Doch alles Gesagte ist eine private Berechnung, wenn der Mensch für sich arbeitet. Und bei Berechnung im globalen Ausmaß produziert er mehr, als was er für seine Existenz und zu eigenem Genuss bekommt. Und wenn sich die Absicht aus dem Empfangen ins Geben umwandeln wird, wird der Mensch Genuss im vollen Umfang dessen, was er produziert, empfangen, ohne unendliche Leiden. So wie
So wie viel wir uns ausbreiten und ausweiten, unsere Teilnahme an solchen Verbindungen zwischen dem allgemeinen Geben und den anderen, mehr und mehr Menschen werden fühlen und dann die ganze Welt will damit profitieren oder dadurch profitieren, wenn wir das tun. Ich möchte nicht so viel darüber erzählen. Sieht so aus, dass ich und das sich verbreitet zu der letzten Generation. Aber das ist genug, um uns zu überzeugen, weil wir sprechen nicht im Namen vom Leiden oder wir sprechen im Namen von den Gesetzen der Natur, dass obwohl wir leiden oder nicht, die Gesetze der Natur, die werden folglich uns überzeugen, werden Druck auf uns ausüben und werden uns bringen zu all diesen Leiden, dass die werden größer und größer werden, bis wir nicht möchten, dass unsere Natur sich ändern von dem Willen zu empfangen, zu der Absicht zu geben. Und dann werden wir Gmatikun erlangen. PT3. קבלה להשפעה שאנחנו בעלי נקודה שבלב צריכים לעבור לבין ההיפוך בין Was ist der Unterschied zwischen dem Empfangen und Geben bei uns, die Eigenschaft des, die den Punkt im Herzen haben und diese Veränderung, die in der Welt stattfinden müssen? Wir möchten durch diesen Prozess gehen, aus unseren Leiden heraus, aus unseren eigenen Leiden heraus. Das heißt, mein Leiden ist, dass ich bin im Verlangen zu empfangen. Nicht von der Kraft der Menschheit und Gesellschaft, nicht von diesen Problemen, die ich in der Welt sehe, obwohl es auch keine Probleme gibt eigentlich. Ich stelle Berechnungen auf, das heißt, das ist unsere Seele, dass wir fühlen Probleme auf der spirituellen Ebene. Ich möchte verbleiben, um zu empfangen, so viel es möglich ist, dass ich mir das vorstelle. Ich möchte den Schöpfer erlangen, so viel ich verstehe, das möchte, um zu geben sein. Ich bin ihm entgegengesetzt und ich möchte den Zustand erreichen, um zu geben, und dann geben wird für mich erwünschenswert als und besser als uns zu empfangen. Ich möchte an ihn angehaftet werden und so weiter und so fort. Das heißt, unser Ziel ist anders. Das heißt, dieses Ziel zu erreichen und die Werkzeuge, dieses Ziel zu erreichen, sind anders. Deswegen gibt es einen Unterschied, was wir tun und in dem, was die Welt in der Korrektur macht. Weil, das heißt, wir sind Gangalta Vainaim, wir streben zur Zerstufe der Binah, die Welt ist auf der Stufe von Malchut und die streben nur, sich selbst zu erfüllen. Oder noch mehr korrekter gesagt, wenn wir streben zum Keter, aber die verstehen, dass die Bina in der Mitte sein soll. Wir sind die Verbindung zwischen Malchut und Keter durch, wenn wir uns auf korrekte Weise auf der Stufe der Bina aufhalten, dann Malchut kann zu Keter aufsteigen. Es klingt so, dass die Form des Gebens der Welt, das ist keine Form des Gebens, sondern eine Form des Empfangens. Die können nicht im Geben sein. Wieso forderst du dann von ihnen? Die haben keine Verbindung zum Geben. Die verstehen nicht. Die verstehen Geben als, ja, lass uns mal etwas tun auf der materiellen Ebene. Aber zu verstehen, dass es eine höhere Kraft gibt, die fordert von uns, nicht in der Religion und Glaube und dass die von uns fordern, dass wir wirklich in der Form des Gebens praktisch sind. Nicht, dass ich etwas gebe zu dem anderen und in der nächsten Welt. Und nein, nein.
ich muss meine Natur so verändern. Das haben die nicht. Das ist Ahab. Ahab sind die Gefäße des Empfanges und die können nicht sein integriert in die Eigenschaft des Gebens. Und wer die Welt auch diese Eigenschaft in Besitz, über die wir sprechen, war nicht zu hören, was er fragt. Die werden glücklich sein zu entdecken, dass es gibt diese, an die sie sich anhaften können und sagen, weitermachen, mach das für uns. Und deswegen, dass geschrieben steht, dass alle, die auf der Welt werden, sich an die anhaften und die auf dem Weg der Korrektur sind und Druck auf diese ausüben und diese auch folgen. Und wenn die Korrektur stattfindet, dann wäre das beim meinem Verlangen zu empfangen, dann sich damit gut fühlen zu geben, oder ein Teil wird dagegen sein, gegen die Eigenschaft des Gebens, und ein Teil wird für die Eigenschaft des Gebens über den Verstand, weil die Menschen draußen haben das nicht. Lass das höheres Licht geben an all diese Schichten und dass sie alle diese Schichten sich erheben zu der Stufe der vollkommenen Anhaftung. Amen. Das Programm für heute um 10 Uhr morgens, israelische Zeit, spirituelle Zustände. Viertel vor 11 israelische Zeit mit Resniks. Morgen treffen wir uns wieder, Viertel vor 3 israelische Zeit, Vorbereitung zum Unterricht, Mittagsunterricht, Viertel vor 2, von 3 bis 4, alles israelische Zeit, Frauenunterricht, und von 4 bis 4:30 die Versammlung der Freundinnen. בזמן שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש